Herzlich willkommen zur Vorlesung über Cloud Computing und Virtualisierung. Ich habe Ihnen eine längliche Agenda mitgebracht, also einige Punkte, die wir uns anschauen werden. Die besteht unter anderem aus dem Bereich Cloud Computing eben. Da möchte ich erst eine kurze Motivation geben, warum wir uns Cloud Computing überhaupt anschauen, warum dieser Begriff, der ja in den letzten paar Jahren ein richtiges Buzzword geworden ist, mehr ist als nur ein kurzzeitiger Hype, sondern wirklich dazu geführt hat, dass sich Produkte und Technologien am Markt durchgesetzt haben. Im Folgenden dann auf die Begriffe eingehen, die es in dem Kontext Cloud Computing gibt und werde danach versuchen, Ihnen Schritt für Schritt eine Referenzarchitektur zu entwickeln, innerhalb derer sich Cloud Computing Dienstleister bewegen. Danach können wir uns dann die Arten angebotener Dienste auf der Basis dieser Referenzarchitektur genauer anschauen und uns dann den letztlich angebotenen Geschäftsmodellen zuwenden, die aus diesen Arten angebotener Dienste resultieren. Zum Schluss möchte ich auch eine kritische Würdigung von Cloud Computing vornehmen, dass diesen Hype eben auch mal beleuchtet. Welche Herausforderungen oder welche Nachteile resultieren denn daraus? Der zweite große Bereich ist dann Virtualisierung. Sie werden sehen, wie das dann mit Cloud Computing zusammenhängt. Ich werde erst wieder motivieren, warum wir uns Virtualisierung anschauen. Im zweiten Schritt dann genauer auf den Begriff Virtualisierung eingehen, bevor ich Ihnen aufzeige, auf welchen Ebenen Sie eigentlich virtualisieren können. Und Ihnen neben den Ebenen auch aufzeigen, mit welchen Werkzeugen Sie dann Virtualisierung betreiben. Im folgenden Schritt möchte ich Ihnen dann aufzeigen, welche Auswirkungen eigentlich Virtualisierung auf Prozesse in heutigen Rechenzentren hat und auf die Agilität, die das mit sich bringt, bevor ich Ihnen dann einige Umsetzungsbeispiele zeigen möchte, wo Sie eben auch die Werkzeuge mal etwas näher kennenlernen können, die es für die verschiedenen Plattformen gibt. Zur Motivation für Cloud Computing. Jüngste Trends, die Sie beobachten, betriebswirtschaftlich gesehen, erstmal haben Sie eine steigende Arbeitsteilung, damit auch längere und kleinteiligere Wertschöpfungsketten. Das heißt, einzelne Unternehmen haben eben einen geringeren Anteil an der Wertschöpfungskette und bieten elementare Services an, wenn Sie jetzt in der Terminologie von SOA bleiben möchten. Daraus ergibt sich dann vermehrt auch der Bedarf und auch die Möglichkeit, diese elementaren Services oder auch zusammengesetzte Services jeweils outzusourcen an einen anderen Partner in der Wertschöpfungskette, die also eventuell sogar noch weiter aufzubrechen oder die Schritte anders zusammenzufassen. Technische Trends haben ebenfalls dazu beigetragen, dass man heute über Cloud Computing spricht. Das eine ist, auf der Client-Seite haben Sie sicher schon beobachtet, dass Web-Clients ganz stark im Kommen sind. Dass FAT-Clients mit eigener GUI und komplett eigenem Programm immer weniger verwendet und ausgeliefert werden. Warum? Ja, zum Beispiel wegen dieses Themas Zero Deployment. Sie müssen einen Web-Client überhaupt nicht auf einem Client-PC installieren, solange dort ein Webbrowser ist. Ja, und Sie wissen auch, Webbrowser sind heute in allen gängigen Betriebssystemen schon eingebaut. Das heißt, Sie sparen hier auf der Rechenzentrumsseite einiges an Administration, einiges an der Verwaltung, vor allem dieser unterschiedlichen Versionen, die dann auf unterschiedlichen Client-Rechnern wieder laufen könnten. Und Sie sparen auch diesen Lag ein, diese Verzögerung ein, wenn Sie jetzt ein Update bereitstellen, dass die dann auftritt, diese Verzögerung, bis auch wirklich der letzte Client dieses Update erhalten hat. Zudem ist zu beobachten auch, dass der Leistungsbedarf eine immer größere Schwankungsbreite und eine geringere Vorhersehbarkeit aufweist, sodass Sie eine Nachfrage wirklich haben, diese Leistungen sehr, sehr schnell bereitzustellen. Einzelne Hersteller sprechen von On-Demand. Also grundsätzlich ist dieses Thema Agilität eben auch angekommen in der Technik und im Betrieb.
Und eben getrieben durch dieses Thema geringe Vorhersehbarkeit des Leistungsbedarfs. Wenn Sie auch daran denken, dass ja in modernen Aufmerksamkeitsökonomien es oft so ist, dass die Aufmerksamkeit sich auf einige wenige konzentriert und sie springt auch sehr schnell hin und her. Wenn Sie beobachtet haben, wie schnell zum Beispiel einzelne Videos auf YouTube oder einzelne Beiträge bei Twitter verbreitet werden, das konnten Sie ja unter anderem auch in Analysen zum arabischen Frühling sehen, im Kontext Twitter, dann sehen Sie, dass das ganz schnell anschwellen kann und auch ganz schnell wieder zurückgeht. Das kann Ihnen mit einem Produkt, das Sie anbieten möchten, natürlich ganz genauso gehen. Und bei IT-basierten Produkten führt es eben noch stärker dazu, dass dieser Leistungsbedarf schwankt und auch nicht so genau vorhersehbar ist. Und wenn Sie dann einfach On-Demand-Leistung zuschalten können, dann wäre das natürlich sehr, sehr schön. Aber um sie einfach zuschalten zu können, müssten Sie ja in der klassischen Welt einfach zusätzliche Hardware, zusätzliche Rechner auf Vorrat bereithalten, die Sie bezahlt haben, die Ihnen aber nur dann Nutzen stiften, wenn jetzt wirklich auch dieser erhöhte Leistungsbedarf nachgefragt wird. Das ist in der Regel aber wiederum nicht wirtschaftlich. Und damit schließt sich der Kreis und Sie kommen zu der Frage, wie Sie das denn durchbrechen können. Na, eine Antwort darauf liefert eben Cloud Computing. Was für Eigenschaften haben Sie nämlich beim Cloud Computing? Dieses Buzzword selber ist schwer als Begriff zu definieren, weil eben so viele Marketingabteilungen so viele Bedeutungen auf diesen Begriff aufgeladen oder überladen haben. Wir haben aber einige wesentliche Eigenschaften, die mit Cloud Computing einhergehen. Das erste ist, Sie haben eine komplette transparente Verteilung der Dienste. Wir haben im Kontext Verteilung und verteilte Systeme ja schon darüber gesprochen, dass wir gerne aus Nutzersicht Transparenz hätten und uns gar nicht so genau interessiert, welcher Teil eines Services jetzt wo läuft oder wie genau läuft, sondern es interessiert letztlich wieder nur frei nach einem Altkanzler, was hinten rauskommt, ob jetzt der Dienst auch genau das liefert, was er soll. Zudem haben wir im Cloud Computing Bereich eben genau dieses Versprechen realisiert, Leistung auf Abruf, on demand. Ich muss aus Nutzersicht zumindest nichts zu mir deployen. Ich habe eine verringerte Notwendigkeit zu diesen Lastprognosen, denn der Betreiber führt dann die Lastprognosen durch und sichert mir zu, dass er hinreichende Puffer bereithält, um diese Kapazitätsspitzen abfangen zu können, wenn ich denn die Leistung auf Abruf nachfrage. Das funktioniert natürlich für einen Betreiber gerade dann gut, wenn er viele Kunden hat und damit diese einzelnen Nachfragerspitzen, die der Theorie nach wahrscheinlich in irgendeiner Form unabhängig voneinander sein werden, dann eben jeweils mit passender bereitgehaltener Kapazität abfedern kann, ohne jetzt die Summe aller Kapazitäten bereitstellen zu müssen, wie das in dem klassischen Szenario wäre. Was aber für den Diensteanbieter natürlich wiederum heißt, wenn er dieses Versprechen einlösen möchte, ich halte Kapazität bereit und die Nutzer können die auch jederzeit nachfragen und werden sie auch bekommen, dass er dann selbst passende Nachfrageprognosen erstellen muss. Schwierig wird es ja für einen Dienstanbieter immer dann, wenn jetzt wirklich doch ein globaler Trend dahinter liegt und alle Kunden mehr nachfragen, kommt er dann mit der Aufrüstung noch hinterher und tritt nicht sonst dasselbe Szenario ein, was Sie als Nutzer erleben, was Sie selbst gehabt hätten, nämlich Sie als Nutzer brauchen mehr Leistung und Sie müssen sie eben doch erst herbeischaffen in Form von physischer Hardware und die in Betrieb nehmen, weil Ihr Dienstanbieter jetzt auch am Limit angelangt ist. Und noch schlimmer, Sie sind als Nutzer ja dann von dem Dienstanbieter auch noch etwas abhängig. Und diese Ängste galt es natürlich aus Sicht der Dienstanbieter zu zerstreuen. Wesentliches Kriterium auch noch, Abrechnung rein nach Verbrauch und im Nachgang. Wenn Sie jetzt als Nutzer Hardware anschaffen, dann bezahlen Sie die ja im Voraus und nicht im Nachgang. Und Sie wissen auch noch gar nicht, ob Sie da irgendeinen Verbrauch an Leistung haben werden oder nicht. Vielleicht haben Sie die Anlage schlussendlich ganz umsonst eingekauft. Bei einem Cloud-Anbieter kostet Sie das nichts oder einen sehr geringen Sockelbetrag, wenn Sie eine solche Anlage erstmal behaupten, irgendwann nutzen zu möchten.
Nächster Punkt ist dann Selbstbedienung. Sie als Nutzer müssen schon dem Anbieter mitteilen, dass sie jetzt mehr Ressourcen benötigen. Das tun sie in der Regel über entweder ein GUI, sehr oft dort ein Web-GUI, also eine grafische Web-Benutzeroberfläche, oder über ein API, ein Application Programming Interface, wo sie also auch per Programm ihre Ressourcenallokation verändern können. Grundsätzlich gilt da Selbstbedienung. Nächster Punkt ist Skalierbarkeit. Sie können eben genau die Ressourcen wachsen oder schrumpfen lassen. Das heißt nicht mal, dass Sie eine Ressource hinzunehmen oder eine Ressource weggeben, sondern die können auch in sich nochmal schrumpfen oder wachsen, je nachdem, was die Anbieter da anbieten. Wesentlicher Punkt, der hier negativ wirkt, Sie kennen das vielleicht auch aus der Autonavigation zum Beispiel. Es gibt ja Navigationssysteme, die als Offboard-Lösungen arbeiten und demnach die Navigationsdaten immer dann, wenn Sie eine Anfrage haben oder wenn Sie mal falsch abbiegen und sich dadurch die Route ändert, dann wieder über das Netz, über das Internet beziehen müssen und wehe, Sie haben dann ein Funkloch, dann lässt Ihr Navigationssystem Sie im Stich. Genauso ist es mit Cloud-Diensten natürlich. Sie können die nur nutzen, wenn das Netzwerk auch wirklich verfügbar ist, also wenn Sie ins Internet hineinkommen. Das ist in der Regel heute, ob der angebotenen Bandbreiten und der Ausgereiftheit der IP-Technik gegeben, dass das Internet doch sehr gut verfügbar ist. Und damit fällt dieser Nachteil nicht mehr ganz so stark ins Gewicht, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren war. Sicher auch ein Grund, warum Cloud-Dienste heute wesentlich stärker nachgefragt werden als noch früher, neben der gestiegenen Bandbreite eben auch die Robustheit der Technik und die Reife. Wenn wir noch mal ganz kurz schauen, vielleicht ist Ihnen auch der Begriff Grid Computing schon mal begegnet und den möchte ich doch abgrenzen gegen den Begriff Cloud Computing. Bei Cloud Computing haben Sie in der Regel Online-Applikationen, also solche, die mit einem Web-GUI laufen. Und Cloud Computing ist wesentlich getrieben auch aus der Wirtschaft. Sie haben dort wirklich Wirtschaftsunternehmen, die als Dienstanbieter am Markt agieren oder auch die Applikationen dort anbieten. Und wie eben schon gesagt, das Zustandsmanagement, ihre Ressourcenallokation und so weiter, das passiert in der Regel dort durch den Nutzer. Gleichzeitig kennt der Nutzer nicht exakt die Hardware-Ressourcen. Wir werden nachher noch das Beispiel Amazon Web Services sehen und da werden Sie dann hören, dass die Einheit zum Beispiel Elastic Compute Units, ECU, sind und Sie bekommen nur die Aussage, naja, eine ECU hat ungefähr die Leistungsfähigkeit eines AMD Opteron-Prozessors von vor 4 Jahren zum Beispiel. Und dann müssen Sie selber hochrechnen, reicht die Leistung einer bestimmten Umgebungsgröße für mich aus oder nicht. Der Cloud Computing-Ansatz ist zumindest als Begriffsschöpfung neuer als der Begriff Grid, denn diesen Grid Computing-Bereich beforscht man in der Wissenschaft und aus der heraus ist Grid Computing eben auch getrieben, schon seit mehr als einer Dekade. Im Grid geht es um eine andere Art von Diensten, nämlich in der Regel Dienste für wissenschaftliches Rechnen. Und in diesem Bereich finden Sie sehr oft ein Batch-Job-Scheduling, ja, oder ein Online-Job-Scheduling. Sie selber sagen, ich möchte gerne diesen oder jenen Berechnungsjob erledigt haben und der wird dann entsprechend verteilt. Das Zustandsmanagement über Ihren Job erfolgt dann in der Regel durch die Grid-Plattform. Sie haben in der Regel hier, gerade wenn es um Jobs im Bereich High-Performance-Computing, also Hochleistungsrechnen geht, doch ein gewisses Wissen über die Hardware-Ressourcen, die in diesem Grid drinstecken. Denn sonst könnten Sie Ihr Programm nicht optimal anpassen. Also Sie wüssten dann, mein Job geht jetzt genau auf folgenden Rechencluster aus der Top 500-Liste über das Grid und wird dort bearbeitet und deswegen, weil der Cluster eine bestimmte Architektur hat, intern muss ich mein Programm also in einer bestimmten Weise gestalten. In der Cloud wissen Sie sowas an sich gar nicht, beziehungsweise Sie finden in der Regel auch eher einfachere Architekturen vor. Wobei das zuletzt etwas abgeschwächt gilt, weil Sie inzwischen auch zum Beispiel bei Amazon Web Services
die ich Ihnen nenne, weil es wohl der größte Anbieter momentan ist in diesem Bereich, eben auch schon Rechner gibt, die eine Grafikkarte zum Beispiel zum Rechnen einspannen. Da sehen Sie also, es gibt einige Unterschiede zwischen Cloud und Grid Computing. Letztlich die Technik dahinter bleibt natürlich, dass man oft das Internet als Netzwerk nutzt, aber auf den höheren Ebenen nutzt man im Cloud Computing in der Regel dann eben Webtechnik oder auch XML, während man im Grid Computing oft noch ganz eigene Ansätze hat, weil dieser Ansatz eben auch schon älter ist und damit auch früher existierte. Zum Markt letztlich hat das Grid Computing nicht in dem Umfang geschafft. Es ist doch in wesentlichen Teilen in der Wissenschaft genutzt. Dann möchte ich Ihnen jetzt aufzeigen, wie wir vielleicht über Cloud Computing eine Referenzarchitektur entwickeln können. Ausgangspunkt ist unser klassisches Rechenzentrum oder Englisch Data Center. Sie haben dort einmal die Facilities, das sind die Gebäude oder auch andere physische Einrichtungen, die jetzt noch nichts mit Hardware und Software zu tun haben. Und dann haben Sie die eigentliche Hardware-Software-Infrastruktur, also das, worauf Ihre eigentlich dargebotene Leistung angeboten wird. Und zum Schluss dann natürlich diesen Bereich Monitoring, Diagnose, Test, um sicherstellen zu können, dass Sie Service-Level-Agreements einhalten und dass Ihr Kunde die versprochene Leistung bekommt und das auch nachweisen können. Und vor allem auch im Voraus, bevor Sie etwas Neues anschalten oder anbieten, testen können, eben arbeitet das Ganze entsprechend der Erwartungen des Kunden später. Von diesem Ausgangspunkt bewegen wir uns dann in einem ersten Schritt zu dem Thema Softwarezugriff auf diese Infrastruktur. Und zwar nicht in dem Sinne, dass Sie Software darauf installieren, die Sie dann nutzen, sondern Sie möchten Ihre Infrastruktur und Ihre Ressourcen über Software zubuchen oder abschalten oder konfigurieren können. Sie haben also einmal die eigentlichen Elemente, die Sie dort sehen können, sozusagen eine Metasicht in der Software auf Ihre angebotene Hardware-Software-Infrastruktur, wozu also auch natürlich auch Netzwerk, Storage und auch bereits durchgeführte Installationen, Konfigurationen zählen. Die haben Sie im Zugriff über Software zum Element Management. Nächster Bereich ist dann genau dieses Thema Ressourcen. Das ist der Bereich, mit dem der Cloud-Anbieter dann die Agilität sicherstellen möchte. Also genau dieses Thema Bereitstellung von Leistung auf Abruf. Dafür braucht er genau diesen zusätzlichen Pool an Kapazität, der dynamisch durch Nutzer oder Kunden reservierbar sein muss. Und das geschieht dann genau über die Lösungen in diesem Bereich Ressourcenmanagement. Im zweiten Schritt müssen Sie neben dem Ressourcenmanagement auch noch Lebenszyklusdaten hinzufügen und Metadaten zu Nutzung, Abhängigkeit unter Ressourcen und so weiter. Es genügt also nicht, die reinen Elemente zu sehen, sondern Sie müssen natürlich wissen, dass irgendein Compute-Knoten, also irgendein Rechner X nur erreichbar sein wird für den Kunden, wenn das Netzwerksegment Z gleichzeitig auch funktioniert. Und diese Abhängigkeiten pflegen Sie in diesem Metadatenverwaltungsbereich. Lebenszyklusverwaltung ist Ihnen ja schon im Kontext SOA und Services begegnet. Sie müssen genauso wie Sie bei einem in Software angebotenen Service einen Lebenszyklus abgrenzen können, natürlich auch den Lebenszyklus Ihrer Elemente oder Ihrer Ressourcen, denken Sie daran, die sind dynamisch reservierbar und auch wieder abbestellbar, den entsprechend managen. Denn Sie müssen ja irgendwann auch ermöglichen, dass alte Umgebungen zum Beispiel abgelöst werden und dass Sie auf der neuen Umgebung dem Kunden ungefähr wieder ähnliche Leistung bereitstellen. Ich habe eben schon genannt, dieses Thema bei Amazon Web Services zum Beispiel, diese ECUs, diese Elastic Compute Units. Und wenn Sie jetzt also natürlich etwas Leistungsfähigeres betreiben als einen 4 Jahre alten Opteron, auf dem Sie vielleicht da nicht mal mehr Service hätten, also keinerlei Garantie und Wartungsversprechen mehr,
und sie würden dort upgraden, dann würde sich ja genau diese Frage stellen, wie migriere ich jetzt meine Kunden auf die neuere Umgebung, und ich kann ihnen ja auch nicht automatisch mehr berechnen, denn das gibt ja der geschlossene Vertrag gar nicht her, sondern kann ich dann dort in irgendeiner anderen Weise die Leistung wieder genau auf das Level einstellen, was ich brauche, oder muss ich wirklich an den Kunden herantreten und ihm sagen, das alte Produkt mit dieser geringeren Leistung, das ist jetzt am Ende seines Lebenszyklus angelangt und wir werden ein neues Produkt bereitstellen, vielleicht sogar mit mehr Leistung zum gleichen Preis, je nachdem natürlich auch, welche Kostenstruktur Sie dann auf dem neuen Produkt haben. Im dritten Schritt fügen Sie den Kontext hinzu. Das ist einmal fachlicher Kontext, also Governance, fachliche Steuerung, aber auch der betriebliche Kontext, sprich Ihr Rechenzentrumsbetrieb, der die operative Verfügbarkeit sicherstellt, der definiert sich auch Dimensionen im Service Level Agreement, also eben genau solche Themen wie Verfügbarkeit, Antwortzeiten, verfügbare Bandbreiten zu einer Umgebung hin, Datenqualität in einer Umgebung und so weiter. Im vierten Schritt dann kommt endlich erst Ihre Anwendung. Die bringt dann nochmal mit sich natürlich, dass Sie diesen Steuerungsbereich ein Stück ausbauen müssen, und bringt auch mit sich, dass Sie in diesem Bereich Monitoring, Diagnose, Test nun etwas Anwendungsspezifisches tun und nichts mehr tun, was eigentlich Ihre Basis testet. Im Folgenden schauen wir uns nun die Dienstarten an, die auf einer solchen Referenzarchitektur möglich sind. Das ist einmal natürlich, Sie können Anwendungen bereitstellen, ein Gebiet, das Ihnen sicher schon begegnet ist, zum Beispiel durch Online-Mail-Dienste, Software as a Service. Sie benutzen über ein Web-Frontend einen E-Mail-Dienst. Das Ganze läuft im Browser und Sie brauchen keinerlei Installation mehr bei sich, nutzen diese Anwendung und Sie wissen überhaupt nicht, wie das darunter aussieht, auf welcher Plattform diese Anwendung läuft, auf welcher Plattform sie vielleicht etwas speichert, ob das eine andere ist als die, worauf sie normalerweise läuft und so weiter. Ich habe nochmal einige andere Beispiele aufgenommen, eben zum Beispiel Salesforce.com, eine bekannte Customer Relationship Management Plattform, oder Sie kennen ja auch den größten deutschen Softwarehersteller SAP, die eine Lösung haben, Business by Design, die auch als Software as a Service angeboten wird. Plattform as a Service ist dann eine Ebene tiefer und auch mit die letzte Entwicklung in diesem Bereich. Da geht es darum, dass Ihnen die Ebene Oberkante Betriebssystem sozusagen oder eine auch sogar installierte Middleware-Plattform angeboten werden, und Sie können dann Ihren eigenen Code darauf ausführen. Da wäre als Beispiel zum Beispiel die Google App Engine zu nennen, oder Microsoft bietet Ihnen Azure an, wo eine Windows-Vorinstallation für Sie bereits verfügbar ist, und das können Sie dann einfach verwenden. Infrastructure as a Service ist der dritte Bereich einer Dienstart, die Sie als Betreiber anbieten können. Da habe ich eben gerade schon genannt, Amazon Elastic Cloud 2 oder Amazon Simple Storage Service. Das sind dann Dienste, die sich auf diesen Bereich Hardware-Netzwerk beziehen. Da bekommen Sie ja erstmal wirklich nur einen virtuellen Rechner, auf dem Sie dann selbst ein Betriebssystem-Image installieren können. Also ein wirkliches Infrastrukturelement, allerdings ein virtuelles. Aber darauf gehen wir im Folgenden ja auch noch näher ein. Zusätzlich gibt es dann teilweise noch zu beobachten Development as a Service. Sie möchten ja, dass die Entwickler auch auf ihrer Plattform Neues entwickeln, neue Dienste entwickeln. Dann profitieren Sie als Plattformbetreiber von Netzeffekten. Ihre Plattform wird interessanter, es kommen mehr Kunden, vielleicht programmiert dann wieder jemand weitere Dienste und so fort. Wenn mehr Kunden kommen, ist es für Sie als Dienstanbieter ja auch interessant, diese neuen Dienste zu bauen, weil Sie ob der größeren Kundenzahl auch damit rechnen können, mehr zu verkaufen. Also Online-Entwicklungsumgebungen, ein Beispiel Salesforce.com hat eine Entwicklungsumgebung auf Force.com, und dort können Sie für Salesforce.com Dienste entwickeln. Oder Sie kennen vielleicht auch das Business Process Management, also Geschäftsprozessmanagement-Werkzeug Run My Process, ein kommerzielles Werkzeug,
dass sie in einer Testphase kostenfrei nutzen können. Und das bietet ihnen die Möglichkeit, als Software as a Service Prozesse zu designen, die auch unter Aufruf externer Web Services dann ausgeführt werden können. Und bietet ihnen dafür natürlich genau die Entwicklungsumgebung, diesen Prozess auch zu erstellen. Also auch das ein Trend, der stärker kommt. Sie haben vielleicht schon gehört, dass auch JavaScript-Entwicklung oder man bastelt teilweise sogar an Java-Entwicklungsumgebungen für den Webbrowser, dass das alles sich mehr und mehr dorthin verlagert, eben auch vor diesem Hintergrund Zero Deployment. Es muss dann keine Software ausgeliefert werden. Sie müssen sich das Eclipse zum Beispiel gar nicht mehr runterladen, weil Sie einfach im Browser die passende Seite aufrufen und verfügen dann auch regelmäßig über die aktuellste Version, ärgern sich nicht mit fehlerbehafteten Versionen irgendwelcher Plugins herum und so weiter. Schauen wir uns die Geschäftsmodelle nochmal etwas genauer an. Das ist am einfachsten, wenn wir jetzt logisch gesehen von in Anführungszeichen unten beginnen. Und schauen uns mal an, wie ist denn die Abgrenzung zwischen einem Infrastructure as a Service Anbieter und einem Nutzer von der Verantwortung her? Ne, der IaaS-Anbieter, der verantwortet natürlich die eigentlichen Facilities, die Gebäude, in denen er untergebracht ist und seine Hardware unterbringt. Er verantwortet nach wie vor die Hardware-Software-Infrastruktur und auch ein einfaches Monitoring. Und dann bietet er Ihnen genau eine funktionierende Lösung zum Ressourcenmanagement und zum Elementmanagement an und daneben in der Regel als besonderen Service noch vorgefertigte Images für Betriebssysteme. Diese Betriebssystem-Images, die Sie dort finden, die beinhalten in der Regel erstmal das relativ nackte Betriebssystem auf einem aktuellen Stand, können aber dann auch schon weitere Elemente aus einer Vorinstallation beinhalten. Sie wissen das ja gerade, wenn das Linux-Images sein sollten, da gibt es ganz, ganz viele Spielarten. Und die können Sie dann über das Element Management in Betrieb nehmen. Was Sie hier erkennen und was aus meiner Sicht auch sehr wesentlich ist, ist die Verantwortung als Nutzer, die ist in einem solchen Szenario schon noch sehr groß. Sie selber müssen sich um den Lebenszyklus Ihrer kompletten Elemente kümmern. Sie müssen wissen, wie Ihre Betriebssysteme, die Sie verwenden, innerhalb des Lebenszyklus stehen. Sie müssen sich um Updates selber kümmern. Sie müssen Ihre Metadatenverwaltung glatt haben, damit Sie wissen, welche virtuellen Maschinen zum Beispiel Sie insgesamt verwenden. Sie müssen die SLA-Dimensionen selber tracken. Sie müssen die gesamte Steuerung durchführen und am Ende Ihre Anwendung betreiben. Aber Sie werden durch den Anbieter natürlich schon dahingehend entlastet. Sie brauchen keine eigene Rechenzentrums Räumlichkeit mehr und Sie müssen auch nicht das Geld in die Hand nehmen, im Zweifel für Stromversorgung, für Klimatisierung und für Software zur Verwaltung der einzelnen Elemente oder Ressourcen. Das alles fällt für Sie weg. Aber Sie haben natürlich auch aus eigener Sicht dann und zum Schutz bzw. zum Tracking des Anbieters, von dem Sie das beziehen, dieses Thema Monitoring, Diagnose und Test sehr stark bei sich liegen. Schauen wir eine Ebene weiter, wenn Sie jetzt die Verantwortung reduzieren möchten. Das ist genau der Bereich, in den PaaS, Platform as a Service, stößt. Der Trend ist noch relativ neuer als zum Beispiel Infrastructure as a Service oder auch als Software as a Service, aber teilweise schon im Kommen. Denn das Bildchen eben zeigt Ihnen ja schon, dass Ihre Verantwortung eben doch deutlich größer ist, als man das naiv annehmen würde und auch als Sie vielleicht geplant haben, gerade als Fachabteilung. Und da kommen Ihnen diese PaaS-Anbieter eben entgegen und sagen, wir bieten Ihnen die komplette Plattform, auf der Sie auch Lebenszyklusverwaltung und so weiter betreiben können, auch die Metadatenverwaltung betreiben. Sie haben eine Schnittstelle Richtung IaaS-Anbieter oder es kann auch sein, ein IaaS-Anbieter wächst entsprechend und baut sein Geschäftsmodell aus. Das wäre also genau natürlich eine Reduzierung der Wertschöpfungskette. Und Sie sehen jetzt hier aus Sicht des Nutzers haben Sie nur noch Verantwortung für den oberen Teil Governance, also eine gewisse Steuerung natürlich,
Und sie haben die Verantwortung für ihre Anwendung und sie haben die Verantwortung für einen kleinen Teil Monitoring, Diagnose und Test, der das Wesentliche enthält, was sie dann brauchen, um ihre Anwendung zu testen. Wenn Sie jetzt das letzte Geschäftsmodell betrachten, Software as a Service, dann stellen Sie natürlich fest, jetzt wechselt die Verantwortung für den obersten Bereich auch noch vom Dienstnutzer hin zu dem Anbieter einer Software as a Service. Und dann kaufen Sie wirklich die komplette Anwendung. Der Dienstanbieter muss auch noch das vollständige Anwendungsmonitoring darauf durchführen. Was im Grunde vielleicht bleibt, da hätte ich dann die Box noch etwas größer ziehen müssen, ist ein gewissen Anteil dieses Governance, dieses Steuerungsthemas. Der wird wahrscheinlich bei Ihnen bleiben, selbst wenn Sie SaaS nutzen, um zum Beispiel zu steuern, wird der Anbieter weitere Features entwickeln, werden die in meinem Sinne ausfallen. Bei Cloud Computing, ich habe es Ihnen schon gesagt, es war am Anfang ein Buzzword, es war stark gehypt. Und wie das so ist, gerade wenn Marketing dann auch viele Versprechungen auf bunten Folien macht, gab es dann erste Nutzer, die eine recht naive Sicht darauf angenommen haben. Das sehen Sie hier mal dargestellt. Die Anbieter haben es teilweise auch so suggeriert. Das Angebot ist eigentlich in diesem kompletten unteren Bereich unseres Referenzmodells, wenn wir darauf nochmal zurückgehen. All inclusive, full service, klingt das nicht hervorragend? Genau das, was Sie sich als Fachabteilung schon lange erwünscht haben. Und das Einzige, was Sie noch leisten müssen, ist Steuerung. Naja, sehr, sehr wenig. Sie gingen davon aus, ganz naiv, der Cloud-Anbieter steuert alles für Sie. Anwendung? Naja gut, da kann ich jetzt coden und los und kann es auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Und ich muss dann eben etwas Anwendungsmonitoring betreiben. Aber die Frage ist, ob diese Sicht jemals richtig war. Ich vermute mal, dass es keinen Bereich gibt, wo sie komplett zugetroffen hat, sondern sie waren schon immer gezwungen, etwas mehr zu tun an dieser Stelle. Und wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, die Cloud Computing gerade nimmt, dann kommt man eher dazu, dass die mögliche Entwicklung ungefähr so aussieht wie in diesem Bild. Der PaaS-Anbieter kapselt nur die unteren Bereiche bis einschließlich zur Metadatenverwaltung, aber schon die Verwaltung eines Lebenszyklus oder das Thema SLA-Dimensionen, die Sie vereinbart haben als Dienstnutzer, wie auch das Thema Datenqualität, das liegt eben neben diesem Bereich, den Sie erwartet haben mit der Anwendung und einem gewissen Monitoring, Diagnose und Test, das liegt bei Ihnen als Nutzer. Ist auch ganz klar, in dem Bereich Datenqualität sind Sie ja in der Regel auch mindestens mittelbar Verursacher von Qualitätsdefiziten. Als ein wesentliches Beispiel für erfolgreiche Cloud Services habe ich Ihnen dann im Bereich IaaS mal die Amazon Web Services mitgebracht und möchte Ihnen erstmal das Portfolio aufzeigen, das dieser Anbieter hat. Das ist zum einen ein Storage-Dienst, also Speicherplatz, unter der Bezeichnung Amazon Simple Storage Service, kurz S3, bietet Amazon eine 99,9% Verfügbarkeit und standardisierte Zugriffsprotokolle, die Sie alle von anderen Nutzungen her schon kennen, HTTP, HTTPS, aber auch das BitTorrent-Protokoll, das eben nicht nur für illegale Aktivitäten genutzt werden kann. Die Metadaten für diesen Service können Sie über einen RESTful Web Service API verändern, also auch programmgesteuert bearbeiten. Die Authentisierung erfolgt dabei über einen Secret Key, also über einen Schlüsselaustausch, der an den eigenen Amazon-Account gebunden wird. Neben diesem Storage-Dienst gibt es dann von dem Anbieter auch einen Recheninfrastrukturdienst, wo Sie also Rechnerkapazität buchen können, der unter dem Namen Elastic Cloud 2 derzeit angeboten wird, kurz EC2. Und dort können Sie verschiedene Umgebungen buchen mit unterschiedlichen CPU-Kapazitäten, also CPU-Fähigkeiten. Die werden immer gemessen im Vielfaches der Elastic Compute Units, kurz ECU. Ich habe das vorher schon angesprochen. Und Sie können dort auch festlegen, wie viel RAM, wie viel Storage Sie wollen Sie dazu buchen. Was da wichtig ist zu wissen, die Storage ist, sobald Sie diese Maschine stoppen, endgültig verloren und solange wie die Maschine lebt, bezahlen Sie auch dafür. Sie können aber Sicherungen vornehmen, eben zum Beispiel in diesen
Storage-Dienst S3, sodass dann Ihr Inhalt doch nicht verloren ist. Diese Recheninfrastruktur, die greift zu auf einen Elastic Block Storage genannten Speicherbereich, vergleichbar einem SAN. Und das wird innerhalb von Sekunden bereitgestellt. Allerdings müssen Sie diesen Storage dann erst formatieren, bevor Sie dort Daten hinpacken können. Dieser Zugriff ist auch anders berechnet als der Zugriff auf den S3-Dienst. Zudem haben Sie in diesem Bereich Images noch einen Service, dass Sie nämlich Images verschiedener Betriebssysteme und auch mit verschiedener installierter Middleware gleich zur Verfügung gestellt bekommen. Als sogenannte Amazon Machine Images ist einfach ein Format und einige Basismaschinen stellt Amazon selbst zur Verfügung, aber es gibt auch etliche Nutzer des Dienstes, die sich bereit gefunden haben, von ihnen erzeugte Images bereitzustellen. Und zudem gibt es auch noch kommerzielle Third-Party-Images, die also von Drittanbietern angeboten werden. Da sehen Sie, dass sich dann dort ein ganz eigenes Geschäftsmodell auftut. Ich werde darauf ja nachher auch noch eingehen, welche Geschäftsmodelle es in diesem Cloud-Computing-Bereich und Virtualisierungsbereich allgemein gibt. Als letztes können Sie natürlich auch eigene Images dort platzieren, die Sie erzeugt haben und die dann für Ihre Maschinen verwenden. Bei den bereitgestellten öffentlichen Images, die kostenfrei sind, ist natürlich immer als wesentlicher Punkt zu beachten, dass Sie hier Vertrauen geben müssen. Denn Sie müssten sonst das Image sehr stark in der Tiefe prüfen, ob die Installation nicht zum Beispiel einen Trojaner, also ein griechisches Pferd, beinhaltet, das Ihre Daten nach außen sendet. Oder eine Schadsoftware, die vielleicht Ihre Daten manipuliert oder unlesbar hinterlässt oder ähnliches. Da haben Sie also entweder das Problem, einen großen Vertrauensvorschuss investieren zu müssen oder in die Prüfung dieser Images einen so großen Aufwand investieren zu müssen, dass es wahrscheinlich für Sie am Ende günstiger ist, wenn Sie einfach ein eigenes erzeugen auf der Basis einer herunterladbaren Standardinstallation. Ansonsten kann man davon ausgehen, wenn Amazon selbst eins bereitstellt, dass die natürlich auf ihren eigenen Ruf achten werden. Genauso bei kommerziellen Anbietern käme dann ja sogar in Betracht, dass sie die haftbar machen dafür, wenn ein Image nicht sauber arbeitet bzw. kontaminiert ist durch Virenbefall. Schauen wir auch kurz auf die Preise. Was kostet Sie das Ganze? Sie haben einmal die Instanzen, also die eigentlichen logischen Maschinen, logischen Rechner in diesem Bereich EC2, Elastic Cloud 2. Und dort gibt es einmal die Micro-Instance. Da können Sie während einer Testphase sogar das Ganze kostenfrei ausprobieren. Sie sehen, die kostet 2 Cent, US-Cent pro Stunde. Eine Small Instance, was der Standard ist, kostet dann schon 6,5 Cent. Und Sie sehen, es skaliert hoch bis zu Einheiten, die dann 1,10 Dollar kosten. Aber da haben Sie dann auch wirklich nennenswert CPU-Power zur Verfügung. Allerdings ist zu bedenken, dass sich damit Ihre Kosten noch nicht erschöpfen. Denn Sie werden typischerweise ja in diese Instanzen hinein und auch aus diesen Instanzen heraus Daten transferieren müssen. Einmal die eigentlichen Nutzdaten, aber zum anderen auch Programme vielleicht, die Sie dort laufen lassen wollen, die von Ihnen kommen. Und für diese Datentransfers werden Sie dann in der Regel noch zusätzlich zur Kasse gebeten. Und zwar, Sie sehen es hier mal grob aufgeschlüsselt, wonach hier unterschieden wird. Sie können eben übertragen in einen Cache, Sie können übertragen innerhalb dieser Elastic Cloud 2, Sie können übertragen in andere Regionen für Amazon Web Services. Sie haben vielleicht davon gehört, dass eben in diesem Bereich Cloud Computing auch die Frage sich nach Datenschutz zum Beispiel gestellt hat und dass Amazon darauf auch reagiert hat, indem sie diese Web Services auch anbieten, ausgehend von europäischen Rechenzentren, wo dann der europäische Nutzer annehmen sollte, dass europäischen Datenschutzrichtlinien auch Genüge getan wird. Und dann müssten sie eventuell in die europäische Region transferieren oder in die US-Region transferieren, je nachdem, was Sie wo nutzen. Zuletzt natürlich der Transfer in das Internet selber. Wenn Sie also auf die Idee kämen, Sie möchten zum Beispiel einen Webservice erbringen auf einer
AWS-Instanz, die in der Cloud läuft und gar keinen eigenen Server mehr hosten, dann müssten Sie natürlich den Traffic, der verursacht wird, hier noch mitbezahlen, also die Datenübertragung. Und da sehen Sie, dass das eben mit, je nachdem, wie viel Sie insgesamt transferieren, 5 bis 12 Cent pro Gigabyte zu Buche schlägt. Das käme dann also jeweils dazu. Und damit haben Sie aber insgesamt eine relativ passable Preistransparenz darüber, was Sie diese Maschine kostet und was eben auch wesentlicher Vorteil ist bei Cloud Computing. Sie bezahlen nicht einen vierstelligen Preis am Anfang für die Maschine und dann eine laufende feste Monatsgebühr, sondern Sie bezahlen eben auch je nach Nutzung zumindest den Traffic separat. Im anderen Fall könnten Sie auch noch überlegen, ob Sie die Maschine stundenweise abschalten möchten und damit Ihre Monatsgebühr reduzieren, wenn Sie diesen Fixbetrag drücken möchten. Schauen wir uns jetzt nach IaaS, auch noch diesen Bereich SaaS an, Software as a Service, ein Bereich, der schon sehr lange existiert und in dem sich auch einige Anbieter tummeln. Ich hatte Ihnen ja auch schon Beispiele genannt. Und in dem Kontext hören Sie immer auch oft von ASP, Application Service Providing oder eben Hosting auch genannt. Wo ist jetzt ein wesentlicher Unterschied zwischen Software as a Service Betreibern und Hosting Betreibern? Ein Anbieter einer Software as a Service, der betreibt in der Regel eine Instanz dieser Applikation. Also es läuft einmal dieses gestartete Programm und dieses Programm ist auf den Betrieb als Software as a Service in der Regel so vorbereitet, dass es, wie man sagt, multimandantenfähig ist oder mehrmandantenfähig ist. Und das äußert sich einfach darin, dass ein Mandant in der Regel dann ein Anwenderunternehmen ist und ein Mandant von jeweils anderen Mandanten komplett abgeschottet wird. Sie nutzen also in der Regel sogar, wenn Sie in einer Datenbank speichern, dieselben Datenbanktabellen, aber es ist eben über zusätzliche Sichtbarkeitskriterien und Ähnliches gelöst, dass Sie selbst als Mandant nur auf diejenigen Zeilen in bestimmten Tabellen zugreifen können, die für Sie auch wirklich sichtbar sind und die Sie selber bearbeitet oder erstellt haben. Und das heißt, die Trennung passiert hier rein logisch innerhalb des Programms. Wenn wir jetzt auf diesen Bereich schauen, Application Service Providing oder Hosting, da ist es in der Regel so, dass Sie als Anwenderunternehmen eine Applikation haben oder hatten oder Sie kaufen eine Standard-Applikation ein und diese Applikation möchten Sie aber nicht mehr selber in Ihrem Rechenzentrum betreiben, sondern Sie gehen eben her und sourcen diese Applikation aus und sagen, ich suche mir einen dedizierten Betreiber dafür, der mir diese Applikation bei sich betreibt. Und da verlangen Sie in der Regel vom Betreiber dann die Zusicherung, diese Applikation läuft in einer eigenen Umgebung, wo keine andere dabei läuft, die Ihren eigenen Betrieb in irgendeiner Form kompromittieren könnte. Und dann sehen Sie eben genau, was daraus resultiert. Der Betreiber betreibt pro Applikation eine, ja, hier rot dargestellte Umgebung und bedient mit jeweils einer Applikation aus einer Umgebung auch wirklich nur ein einziges Anwenderunternehmen. Da könnten Sie sich also jetzt vorstellen, dass es da überhaupt keine Netzwerkverbindung zwischen diesen Umgebungen mit Applikation A oder B gibt oder es könnte noch Firewalls dazwischen geben oder ähnliche Sicherheitsmechanismen. Das ist der ganz wesentliche Unterschied. Daraus ergibt sich dann, dass Sie als Betreiber dieser Hosting-Lösung je nachdem sogar entsprechend mehr physikalische Umgebungen aufbauen und wirklich dort einen physischen Server zum Beispiel auch vom Kunden nehmen und den weiter betreiben oder einen eigenen anschaffen und darauf die Applikation betreiben, je nachdem, in welchem Szenario sich der Kunde gerade befindet. Zahlen zu Software as a Service. Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist ein Metier, das schon seit einer Weile betrieben wird und auch aktuell blüht. Für 2011 sagt Gartner eben schon 11,5 Milliarden US-Dollar. Und man sieht auch, 25% wird mit Unternehmensanwendungen erzielt und 30% der neuen Softwarelizenzen werden schon als SaaS umgesetzt. Sieht man an anderer Stelle. Das heißt eben, die Unternehmen wenden sich zunehmend diesem Geschäftsmodell zu, weil sie eben diese Kostentransparenz haben und weil auch nicht so viel Kosten ex ante anfallen, also im Voraus. Sie sehen, daraus resultiert auch nach IDC, also einer anderen
Marktforschungsgesellschaft ein jährliches Wachstum von 29%, was schon erheblich ist. Und Sie sehen aber auch, die Kostenersparnis muss am Ende, je nachdem, wie viel Nutzung nun tatsächlich passiert, gar nicht groß sein. Aber Sie hätten natürlich bei zumindest einigen Anbietern oder Anwendungen die Möglichkeit, im Nachhinein, wenn Sie feststellen, dass die Nutzung sehr intensiv ist, dann sich das Ganze doch wieder in-house zu holen, je nachdem. Es gibt Anbieter, die Ihnen das Ganze nur als SaaS, also als Dienst in der Cloud anbieten. Es gibt aber auch Anbieter, wo Sie wahlweise einen SaaS-Dienst nutzen können oder sich doch noch eine Instanz ins Haus stellen. Und dann könnten Sie noch wechseln, wenn die Kostenersparnis eben klein ausfällt und Sie die Kontrolle möchten oder wenn Ihr Vertrauen verloren gegangen ist oder. Aber teilweise sehen Sie auch, lässt sich hier eine Kostenersparnis schon in der Größenordnung von der Hälfte realisieren. Jetzt werfen wir insgesamt einen Blick auf Geschäftsmodelle, die aus dem Cloud Computing heraus realisierbar sind. Das eine ist, Sie könnten Softwarehersteller sein. Dann könnten Sie zum Beispiel Virtualisierungssoftware herstellen. Wir wenden uns dem Thema Virtualisierung ja gleich auch noch zu. Sie könnten Middleware herstellen für Cloud Computing und Sie könnten auch Software herstellen, die es dem Betreiber ermöglicht, diese Cloud-Dienste noch sinnvoll zu verwalten und den Überblick zu behalten, wie sieht seine verfügbare Kapazität aus oder eben auch, welcher Nutzer belegt gerade was, damit Sie auch das entsprechende Billing, also die Rechnungsstellung nachher passend durchführen können und so weiter. Als zweites könnten Sie auch Diensteanbieter werden, der eben gerade solche Cloud-Dienste anbietet. Also letztlich ein Rechenzentrumsbetreiber, der mit diesen Diensten, wie bereits beschrieben, IaaS, PaaS und SaaS an den Markt geht. Einem oder auch mehreren. Sie haben gesehen, Amazon oder auch Google sind da in mehreren Bereichen unterwegs. Und Sie könnten das machen. Sie könnten umgekehrt auch als Softwarehersteller, wenn Ihre Lösung im Bestfall vielleicht schon mandantenfähig ist, könnten Sie Ihre Lösung dahingehend ausbauen, dass Sie dann in einem neuen Geschäftsmodell oder einer Erweiterung nicht mehr nur Softwarehersteller sind und die verkaufen, sondern dass Sie auch zum Rechenzentrumsbetreiber werden und Ihre Software als SaaS anbieten. Sie können auch ein Umgebungsanbieter werden, der einfach Umgebungen anbietet für Cloud Computing an sich. Und Sie könnten ein Anbieter werden für ganzes Prozess-Outsourcing und dafür die Cloud sozusagen nur als Mittel betrachten. Ja, und Sie wissen, in jeder Branche gibt es auch Berater. Ich habe sie in der Vollständigkeit hier auch nochmal aufgeführt. Das sind so einige denkbare Modelle, was Sie in diesem Bereich als Softwarehersteller oder Diensteanbieter an Geschäftsmodellen anwenden könnten, die neu resultieren aus Cloud Computing oder die verändert sind durch die Möglichkeiten von Cloud Computing. Jetzt haben wir viel über Vorteile und über Möglichkeiten und Eigenschaften gesprochen, die es im Cloud Computing gibt. Ich möchte aber auch nicht versäumen, auf die Herausforderungen hier hinzuweisen und das Ganze etwas kritisch zu würdigen. Fachlich gesehen haben Sie oft das Problem, dass Software as a Service Standardlösungen sind, in denen Sie sehr wenig selbst anpassen können und ein bisschen mehr anpassen lassen können, was dann aber in der Regel auch Kosten nach sich zieht. Technisch gesehen haben Sie dann noch das Problem, dass, wenn Sie den Betreiber mal wechseln möchten, die Cloud Computing-Lösungen oft proprietäre Inseln sind und Sie zwischen unterschiedlichen Plattformen eben nicht so einfach wechseln können. Schon gar nicht offiziell, denn damit würde ja der Hersteller oder der Betreiber Login-Effekte abbauen, die seinem Profit schaden. Oder die Login-Effekte nützen ihm, das Abbauen schadet seinem Profit. Und dann ist noch das andere Problem, selbst wenn es in irgendeiner Form geduldet wäre, Sie brauchen dann passende Werkzeuge und die finden Sie auch nur zum Teil. Wirtschaftlich gesehen haben Sie das Problem, wenn Sie jetzt tatsächlich auf dieses Feature zurückgreifen, was viel beworben ist, dass Sie die Leistung automatisiert anpassen lassen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kontrolliere ich oder wie kalkuliere ich denn im Voraus die Kosten? Möchte ich die kalkulieren, muss ich eben doch meine eigene Nachfrage prognostizieren, was ich ja eigentlich wegen der Kapazität rein nicht mehr machen müsste.
Und die Frage ist eben überhaupt, welche Kosten soll ich dann ansetzen? Während Sie ja bei einer Lösung, die Sie selber in-house betreiben, dann eventuell nur zusätzliche Übertragungsbandbreite bezahlen müssen, ergibt sich bei einer Lösung, die Sie von außen jeweils dynamisch zukaufen, noch der Punkt, dass Sie nicht nur die Übertragungsbandbreite bezahlen, sondern eben auch noch die Rechenleistung obendrauf. Rechtlich, das ist ein Gebiet, das ich eben auch schon etwas angesprochen habe, haben Sie ein Hauptthema, das ist alleine schon gesetzlich, Datenschutz und Datensicherheit. Sie müssen sicherstellen, dass die Daten europäischer Bürger hier in Europa, wenn Sie mit einem Dienst an den Markt möchten, dass die auch nach hiesigen Standards verarbeitet werden und dass sie nicht in unsichere Drittländer exportiert werden. Das ist gerade ein Bereich, unter dem eben Dienstanbieter aus den USA leiden, dass es in den USA keine adäquate Gesetzgebung gibt, sondern nur diese sogenannte Safe Harbor-Regelung, wo Unternehmen sich als sicherer Hafen für Daten registrieren lassen können, dann bestimmte Nachweise führen und dann dürfen sie unter bestimmten Umständen auch Daten europäischer Partnerunternehmen verarbeiten. Problem, was zusätzlich auftrat, sie sind davon ausgegangen als Nutzer natürlich, wenn ich einen Cloud-Anbieter nutze, selbst wenn der eine amerikanische Mutter hat und das Zentrum für die Datenverarbeitung steht hier in Europa, dann wird nichts weitergegeben und vor einer Weile haben Sie vielleicht in der Presse gehört, dass dann sich herausgestellt hat, dass eben doch an amerikanische Behörden zumindest die amerikanischen Mutterunternehmen Daten weitergegeben haben, auch wenn sie in Europa lagen. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob das endgültig abgestellt ist. An der Stelle kommen Sie gerade wieder in dieses Problem, dass Sie Notwendigkeit haben zu vertrauen, sonst können Sie die Dienste im Grunde nicht nutzen. Sie können sich davor nur äußerst begrenzt schützen, nämlich durch Verschlüsselung. Das kostet Sie dann aber wiederum Leistung, also bares Geld. Die andere Frage ist, wie die Rechtssituation gegenüber dem Kunden des Nutzers ist, einmal als Anbieter und zum anderen, wenn Sie jetzt selber Nutzer von Cloud-Computing-Diensten sind, stellt sich die Frage, dürfen Sie denn Daten Ihrer Kunden dann auf bestimmten Plattformen überhaupt verarbeiten? Wie ist da die Rechtssituation? Und wer muss wann was anzeigen und hat welche Verpflichtungen? Rechtlich führt auch gleich auf diesen Bereich Compliance. Kann ich denn als Unternehmen, dass ich Compliance, also Übereinstimmung mit gesetzlichen und formalen Richtlinien sicherstellen muss, kann ich diese Dienste überhaupt in dieser entsprechenden Weise steuern? Sie haben gesehen, Amazon hat durch unterschiedliche Rechenzentren mit unterschiedlichen Standorten eben schon versucht, zum Beispiel auf dieses Compliance-Thema einzugehen und die Steuerbarkeit seines Dienstes entsprechend zu ermöglichen, dass Sie genau benennen können, in welchem Zentrum möchten Sie das denn betreiben. Die Frage ist, ob Sie auch das Verhalten des Anbieters entsprechend steuern können. In der Regel nicht. Da müssen Sie dann zum Teil Vertrauen haben. Zum anderen Teil ist es natürlich so, dass Sie da fast nur steuern können qua Marktmacht, die dann als gerade kleineres Unternehmen gegenüber einem Großunternehmen wie Amazon, Google, Microsoft oder ähnliches, die solche Dienste anbieten, eher schlecht ausfallen dürfte. Auch große deutsche Hoster haben schon entsprechende Größen erreicht, als dass sie als kleines Unternehmen dort meist weniger bewegen. Sie hätten eigentlich aus Compliance sich die Notwendigkeit, Audits, Prüfungen durchzuführen, um zu schauen, ob der Anbieter in ihrem Sinne arbeitet. Aber derlei Prüfungen durch externe Kunden führen natürlich auch zu einer Belastung für den Anbieter von Cloud Computing Services. Und deswegen werden Sie mit dem Anbieter in der Regel nicht vereinbaren können, dass Sie ein eigenes Auditing durchführen oder eigene Prüfungen durchführen, sondern man wird Sie hier eventuell auf Zertifizierungen oder ähnliches verweisen, wobei Sie ja die Problematik dabei kennen, dass die Zertifizierungen vielleicht doch nicht ganz sauber entstanden sind, ja, oder dass sie länger her sind und Sie nicht wissen, ob die Grundlage dafür überhaupt noch so gilt. Das heißt, am Ende kommt dann doch wieder Vertrauen ins Spiel. Wenden wir uns nun im Bereich Virtualisierung zu. Ich möchte auch das kurz motivieren, warum man eigentlich Virtualisierung macht. Wir haben eben schon gesehen, es ergibt sich eigentlich aus den Anforderungen für den Bereich Cloud Computing. Sie haben verschiedene Trends. Fachlich gesehen haben Sie steigende nicht funktionale Anforderungen an Anwendungssysteme. Denken Sie an
Skalierbarkeit oder auch an die Verfügbarkeit oder an Agilität, dass sie schnell und flexibel an unterschiedlichen Orten Anwendungssysteme oder auch Middleware bereitstellen können oder auch ihre Middleware oder ihre, vor allem ihre Anwendungsinstanzen migrieren können von einem Ort an den anderen oder vervielfältigen können im Sinne der Skalierbarkeit. Und diese Anforderungen von fachlicher Seite, die treiben sie jetzt natürlich dazu, sich auf der Prozessseite auch eine größere Flexibilität zu schaffen. Wir werden gleich sehen, wie weit das Ganze gehen kann. Technisch gesehen haben Sie noch den Fall, wenn Sie jetzt an SOA denken, an serviceorientierte Architekturen. An der Stelle setzen Sie ja auch Middleware ein, die höchst verfügbar sein muss, weil eben gerade Ihre Anwendungssysteme über diese Middleware zusammenspielen. Und Höchstverfügbarkeit erfordert dann auch wieder zum Beispiel Redundanz oder Bereitstellung an unterschiedlichen Orten. Und diese Anforderung kommt also auf technische Seite hinzu. Zudem ist noch die Möglichkeit gegeben, wenn Sie Virtualisierung betreiben, das werden Sie gleich auch sehen, die Sicherheit zu verbessern, indem Sie eine weitere Ebene der Kontrolle haben. Sie kennen das ein bisschen aus dem Browser zum Beispiel, wo Dinge neudeutsch gesandboxed werden. Dieser Sandboxing-Ansatz lässt Sie also Code nur in einem sogenannten Sandkasten, einer Sandbox ausführen. Und selbst wenn da drin ein Schaden auftreten sollte, dann kann eben ein bisschen Sand in die Luft fliegen. So wie Sie das kennen, wenn man eine Bombe sprengt, dann sprengt man die auch irgendwo unter Sandsäcken, damit kein weiterer Schaden angerichtet wird. Ja, Sandboxing, daher kennen Sie das vielleicht, dass eben dieser Sandkasten, diese Ebene zusätzlich um Ihren Code herumgebaut oder herumgespannt wird, damit eben außerhalb nichts beschädigt wird. Und auch diese Möglichkeit, die der Sicherheit sehr dienlich ist, haben Sie, wenn Sie Virtualisierung einsetzen. Ist auch eine Anforderung, natürlich Systeme sicherer zu machen, nachdem sie auch von spektakulären Einbruchsversuchen, Datendiebstählen und Ähnlichem sicher schon gehört haben. Wirtschaftlich gesehen ist noch zu bedenken, dass Sie als Unternehmen ja, wenn Sie Hardware selber betreiben oder Ihre Umgebungen allgemein selbst im Haus betreiben, sich steigenden Energie- und Raumkosten gegenüber sehen und dass Sie zudem Kauf- und Wartungskosten haben für jede Umgebung und dass sie daher von zwei Seiten getrieben sind, dass sie ihre existierenden Umgebungen gut auslasten, um eben weder Platz noch Energie noch Teile der Kauf- und Wartungskosten zu verschwenden. Und das, was ihnen dafür helfen kann, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen oder leichter zu erfüllen, da kann ihnen gerade Virtualisierung helfen. Was versteht man jetzt unter Virtualisierung? Virtualisierung geht aus von dem Begriff Virtualität und Virtualität ist letztlich, wenn Sie Wikipedia nehmen, als Ausgangspunkt eine gedachte oder über Eigenschaften konkretisierte Entität, die nicht physisch, aber doch in Funktionalität oder Wirkung vorhanden ist. Sie wollen nachher immer die Funktionalität nutzen als Anwenderunternehmen oder die Wirkung spüren. Sie interessiert nicht, ob da eine physische Umgebung dahinter steht oder nicht. Virtualisierung macht sich das Ganze jetzt genau zunutze und sagt, wir erzeugen virtuelle Dinge wie emulierte Hardware oder ein emuliertes Betriebssystem, einen emulierten Speicher oder auch eine Netzwerkressource. Und das erlaubt es uns, Ressourcen zusammenzufassen oder auch aufzuteilen und zum Beispiel auch ein Betriebssystem innerhalb eines anderen auszuführen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Desktop-Virtualisierung eingesetzt hat. Als Beispiel wäre da zum Beispiel das freie Produkt VirtualBox von Oracle zu nennen, ehemals Sun. Und das könnten Sie nutzen, um innerhalb Ihrer eigenen Installation, sei es nun Windows oder sei es Linux, nochmal ein weiteres Betriebssystem auf einem virtuellen Rechner, also einem gar nicht wirklich verfügbaren, sondern nur per Software bereitgestellten, zu installieren. Ziel ist hier, dass Sie noch eine Abstraktionsschicht bekommen zwischen dem Anwender, also zum Beispiel dem Betriebssystem, und der Ressource, also der Hardware des Computers, hinbekommen, über die normalerweise ja das Betriebssystem die Kontrolle hatte. Sie kennen das vielleicht sogar noch aus DOS-Zeiten. Kein Multitasking, eine einzige Oberfläche, über die Sie interagieren und die komplette Hardware unter der Kontrolle Ihres einen Prozesses, der da läuft. Ja, Sie möchten da jetzt eben eine Abstraktionsschicht dazwischen schieben können, die diese Kontrolle von Ihrem Betriebssystem zur Hardware entkoppelt und Ihnen damit die Möglichkeit gibt, auch mehrere
Instanzen gleichzeitig zu haben, die diese Hardware eben sehr gut ausnutzen. Cloud Computing selber wird letztlich erst ermöglicht durch Virtualisierung. Denn wenn Sie jetzt nochmal auf die Verantwortlichkeiten dieser Dienstanbieter schauen im Bereich Platform as a Service und Infrastructure as a Service, Sie müssen dem Kunden oder dem Nutzer, das kann eben im Fall eines IaaS-Anbieters entweder ein PaaS-Anbieter sein oder eine andere Abteilung dieses Anbieters, die PaaS anbietet, oder auch ein Endkunde, der die IaaS-Services nutzt. Sie müssen dem Kunden irgendeine Möglichkeit geben, ihre Dienste zu nutzen und da Kontrolle auszuüben und diese Dienste auch sehr flexibel zu nutzen. Jetzt werde ich später auch noch tiefer eben auf die Prozesse eingehen und dann werden Sie sehen, wie stark diese beschleunigt und flexibilisiert werden durch Virtualisierung. Stellen Sie sich vor, Sie nutzen Dienste eines IaaS-Anbieters und diese Dienste sind gar nicht auf Klick verfügbar, also ad hoc, sondern Sie sagen, ich hätte jetzt gerne mehr Kapazität. Und der Anbieter teilt ihn mit, wir schicken dir innerhalb der nächsten 5 Tage eine Mail und dann bekommst du diese Kapazität. Dann haben sie wesentliche Vorteile der Nutzung von IaaS schon wieder verloren. Das heißt, sie brauchen hier wesentlich schneller durchlaufende Prozesse. Das heißt eben, sie brauchen hier Softwaresteuerung und zum Teil Automatisierung. Und genau diese Möglichkeit zur Softwaresteuerung bietet ihnen ja die Virtualisierung, indem sie eben diese Softwareschicht einzieht. Die Softwareschicht bewegt sich im Grunde hier in diesem Umfeld von ja, oberer Teil der Hardware-Software-Infrastruktur, je nachdem, auch in das Monitoring rein, ein bisschen auch in den Facility-Bereich rein, je nachdem, wie weit da die Steuerungen gehen für Strom, Klima etc. Und dann in Hauptsache in diesem Bereich Betriebssystem-Images, also Sie brauchen ja schließlich irgendeine Installation, die dann auf dieser virtualisierten Instanz ausgeführt werden soll. Aber auch in diesem Bereich Ressourcenmanagement natürlich, das ist sicher einer der Kerne, der durch Virtualisierung gerade unterstützt wird, dass Sie ad hoc sagen können, ich brauche eine neue Umgebung oder meine Umgebung, die muss leistungsfähiger ausfallen. Und eben auch das Element Management, wo Sie schalten können, welche Umgebung kann mit welcher über welches, ja, dann wahrscheinlich auch virtuelle Netzwerk kommunizieren, bis rauf zur Metadatenverwaltung, wo Sie Abhängigkeiten definieren können, fahre zunächst diese und dann jene Umgebung hoch, weil die letztere nicht lebensfähig ist, ohne die erste oder keinen vernünftigen Dienst anbieten kann, und hin auch zur Lebenszyklusverwaltung, wo Sie definieren können, welche Umgebung soll wann erstellt, gestartet, gestoppt, pausiert werden, ist wann veraltet, welche Version einer Umgebung setzen Sie ein und so weiter. Das sind die wesentlichen Bereiche, in denen Ihnen Virtualisierung hilft oder die Sie mit Virtualisierung überhaupt erst umsetzen können. Jetzt schauen wir uns Virtualisierungstechnologien mal an in einer bisschen systematischen Aufstellung. Sie sehen hier als Grafik unten neben die Hardware-Schicht, darauf läuft ein Betriebssystem, potenzielles Wirtsbetriebssystem, darauf läuft ein Gastbetriebssystem potenziell und Sie sehen dann, das Gastbetriebssystem läuft dann in einer virtuellen Maschine und auf dem Gastbetriebssystem laufen ein oder mehrere Anwendungen. Jetzt in Variante 1 haben Sie den Hypervisor gleich eingebaut in die Hardware bzw. Firmware. Das finden Sie zum Beispiel bei IBM in Form der P-Series dort als LPAR, Logical Partition. Und da können Sie dann in vielen Bereichen dieses Wirtsbetriebssystem sogar komplett sparen und haben eben diese LPAR als virtuelle Maschine kontrolliert durch diesen Hypervisor, der schon in der Firmware drin steckt. Variante 2 ist, dass Sie den Hypervisor benutzen statt eines Wirtsbetriebssystems. Also diese Ebene Wirtsbetriebssystem, die entfällt auch dort. Und Sie nutzen zum Beispiel ein VMware ESXi, was Sie vielleicht kennen, als Softwareplattform. Und in dem ESXi können Sie ja direkt virtuelle Maschinen definieren,
in denen dann Gastbetriebssysteme mit den jeweiligen Anwendungen laufen. Ja, fehlt noch eine weitere Variante, nämlich Sie haben das Ganze eingebaut in das Wirtsbetriebssystem. Das bietet zum Beispiel Linux Kernel-Based Virtual Machines, kurz KVM oder KVM. Dann können Sie auf dem Wirtsbetriebssystem einerseits noch ganz normale Anwendungen laufen lassen, so wie hier links dargestellt, und auf der anderen Seite auch virtuelle Maschinen laufen lassen, die dann über diesen Hypervisor verwaltet und gestartet werden und gestoppt werden. Die vierte Variante, die ich Ihnen noch zeigen möchte, ist, Sie haben den Hypervisor als zusätzliche Software-Schicht, also als Anwendung innerhalb des Wirtsbetriebssystems. Ich habe ihn eben schon genannt, Oracle VirtualBox. Dieser Ansatz ist in der Regel im Bereich Client-Virtualisierung zu finden und weniger im Bereich Server-Virtualisierung. Einfach weil durch jede zusätzliche Schicht die Leistungsfähigkeit auch ein Stück weit potenziell abnimmt. Aber Sie sehen ansonsten, Sie können auch dann natürlich auf dem Wirtsbetriebssystem neben diesem Hypervisor andere Anwendungen direkt ausführen. Und hier können Sie jetzt auch diesen Sicherheitsgewinn erkennen. Der Hypervisor sperrt eben gerade die einzelnen Anwendungen in diesen virtuellen Maschinen wie in so einer Art Sandkasten ein, genau dieser Sandboxing-Ansatz. Und stellen Sie sich jetzt vor, in einer virtuellen Maschine tritt ein Schädling auf, der jetzt versucht, Sie zu kompromittieren. Der kann vielleicht die eine virtuelle Maschine kompromittieren und das Gastbetriebssystem dort, aber meistens schafft er nicht den Sprung aus der Maschine heraus auf die Hypervisor-Ebene. Das ist normalerweise ja auch aus Sicherheitsgründen abgeschottet, dieser Zugriff, und schon gar nicht auf das Wirtsbetriebssystem, sondern höchstens dann über Umwege wie gemeinsamen Speicher, wo aus der virtuellen Maschine etwas abgelegt wird, das dann aus dem Wirtssystem gelesen wird. Ansonsten kann der Schädling diesen Sprung in der Regel nicht schaffen, außer es treten Sicherheitslücken auf in der Virtualisierungssoftware. Damit haben Sie also alle Möglichkeiten, Anwendungen abzuschotten oder auf dem Betriebssystem laufen zu lassen, in Abhängigkeit von den Anforderungen, die Sie haben an Performance, Flexibilität und so weiter. Aber diesen vierten Ansatz finden Sie eben in der Regel im Client-Bereich. Die anderen Ansätze ermöglichen Ihnen ein solches Vorgehen zum Teil aber ja auch. Schauen wir jetzt mal auf die Kategorisierung der Technologien nach dem Grad der Hardware-Emulation. Sie können eine vollständige Hardware-Emulation haben, dann ist Ihnen eigentlich egal, welche Ebene unter dieser Virtualisierungsschicht liegt. Sie können darüber einfach alles ausführen, was auf der vollständig emulierten Hardware läuft. Im Bereich teilweise Hardware-Emulation kennen wir die sogenannte Vollvirtualisierung. Die arbeitet einmal auf zum Beispiel Hardware-Emulation. Da kennen Sie aus dem Linux-Bereich vielleicht QEMU. Dann diesen Bereich binäre Umwandlung, da gibt es die VirtualBox-Lösung von Oracle zum Beispiel oder auch klassische Virtualisierung, das leisteten zum Beispiel die Linux Kernel-Based Virtual Machines, kurz KVM. Und im letzten Punkt haben Sie keine Emulation, das heißt, die Hardware, die ein Gastbetriebssystem verwenden möchte, muss identisch sein zu der, die der Wirt auch verwendet. Das gibt dann noch zwei Abstufungen. Das eine ist die Para-Virtualisierung, daher kommt zum Beispiel Xen. Inzwischen können Sie in Xen teilweise auch die klassische anwenden und Sie können auch KVM teilweise in diesem Bereich Para-Virtualisierung einsetzen. Und das Letzte, was noch zu nennen wäre, ist Virtualisierung auf Betriebssystemebene, dass Sie nur noch einen virtuellen Kontext, also diesen Sandkasten, bereitstellen und gar keinen Hypervisor mehr in dem Sinne. Dann haben Sie eben zum Beispiel bei Solaris die Zones oder bei Linux die Containers und es ist auch klar, je weiter Sie weggehen von vollständiger Hardware-Emulation, desto größer ist potenziell dieser Anpassungsbedarf an einem möglichen Gastbetriebssystem. Wenn Sie noch in dem Bereich Vollvirtualisierung sind, dann können Sie auch andere Gastbetriebssysteme starten. Aber wenn Sie in dem Bereich Para-Virtualisierung sind, dann brauchen Sie eben ein Gastbetriebssystem, das genau abgestimmt ist auf die Hardware-Plattform darunter, denn die wird ja nur durchgereicht und nicht emuliert oder nicht verändert. Und auf Betriebssystemebene dann müssen Sie sogar darauf eingerichtet sein, dass Sie in diesem veränderten Kontext gegebenenfalls laufen können. Sie haben das vielleicht erlebt
im Bereich Kernelentwicklung unter Linux, wo ein Xen lange Zeit nicht integriert wurde, weil den Kernelentwicklern der Code nicht gut genug war. Vielleicht einer der Gründe, warum KVM eben so stark auch aufgeholt hat, was im Linux-Kernel schon seit langem integriert ist. Und da brauchten sie bei Xen eben genau einen spezialisierten Wirt, der Xen bereitstellt, und sie mussten aber ihre Gast-Linux-Varianten auch noch angepasst haben an den Betrieb in einer Gastdomäne, in einer Gast-virtuellen Maschine. Sie können im Bereich Virtualisierung verschiedene Management-Werkzeuge einsetzen. Einmal, wenn wir es nach Granularität kategorisieren, Werkzeuge für das Management eines einzigen Servers. Da können Sie auch sogar Werkzeuge finden, die dann ermöglichen, dass Sie auf dem einen Server unterschiedliche Virtualisierungstechnologien eigentlich einsetzen und dass Sie dort unterschiedliche virtualisierte Instanzen dann haben, die jeweils auf unterschiedlichen Plattformen laufen, aber auf einer physischen Maschine. Ich nenne als Beispiel mal den Virt Manager unter Linux, der es Ihnen ermöglicht, dass Sie sowohl Xen als auch KVM virtualisierte Instanzen auf einen Blick sehen können. Der VMware vSphere Client, der managt eben genau auch einen solchen VMware Server, da ist keine unterschiedlichen Technologien. Dann gibt es natürlich alternativ auch Werkzeuge für das Management mehrerer Server. Damit erst können Sie eigentlich dieses Potenzial ausschöpfen der Virtualisierung in großen Rechenzentren, in großen Data Centers, weil Sie erst mit denen natürlich zum Beispiel auch steuern können, dass virtuelle Maschinen im laufenden Betrieb von einem Server zum anderen umziehen können. Das ermöglicht Ihnen dann gerade an Servern nach Umzug aller dort bisher laufenden virtuellen Maschinen Reparaturen zum Beispiel vorzunehmen oder Aufrüstungen vorzunehmen, ohne dass die Benutzer überhaupt eine Unterbrechung spüren, weil sie die virtuellen Maschinen auf andere Server verteilt haben und demnach die Benutzer ohne fühlbaren Unterschied völlig transparent die Dienste einfach weiter nutzen können. Sie können damit also auch Lastbalancierung betreiben im größeren Rahmen, wenn Sie dann feststellen, zum Beispiel der eine Server betreibt gerade viele virtuelle Maschinen, die sehr viel Last verarbeiten müssen, ein anderer solche, die eher weniger Last aktuell haben, dann können Sie sagen, Sie führen einen Umzug durch einiger oder einzelner Server, die gerade höhere bzw. niedrigere Last haben und tauschen das Ganze so lange, bis die physischen Umgebungen, also die Server, das Eisen unter Ihrer Virtualisierungslösung dann wieder ungefähr gleich ausgelastet sind. In dem Bereich wäre zu nennen Open Nebula im Open Source Bereich zum Beispiel oder auch von VMware gibt es dann den vCenter Server, mit dem können Sie verschiedene VMware Server gleichzeitig managen und eben auch dieses Feature, was VMware Motion nennt, auszuschöpfen, dass die virtuelle Maschine im laufenden Betrieb umzieht. Hier sehen Sie als Beispiel für eine Virtualisierungsmanagement-Oberfläche jetzt den schon erwähnten Virt Manager unter Linux. Ich habe also schlicht hier auf einem Standard Linux, in diesem Fall einem Ubuntu Server, den Virt Manager installiert. Dann bekomme ich hier ein entsprechendes Desktop-Icon. Wenn ich das starte, bekomme ich hier eine Übersicht über zunächst einmal meine Verbindungen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, das Virt Manager ermöglicht auch unterschiedliche Virtualisierungsplattformen gemeinsam zu managen, also zum Beispiel Linux KVM und Linux Xen. Das wird über eine dahinterliegende Library, die libvirt, gelöst, die der Virt Manager im Hintergrund verwendet und auf die er einen grafischen Aufsatz aufstülpt. Sie sehen, das GUI sieht im Grunde relativ einfach aus. Ich habe hier meine Verbindung. Wenn ich das öffne, dann sehe ich, dass auf diesem Localhost hier QEMU ist die Emulation, die unter KVM oft verwendet wird, habe ich hier eben schon einige VMs angelegt und Sie sehen, die meisten sind im Status pausiert und einige sind auch heruntergefahren, was sich hier durch ein Shut-Off äußert. Sie sehen auch gleich, dass Sie hier eine Statusübersicht über die CPU-Usage durch die Maschine bekommen, dass also pausierte im Grunde keine CPU-Last verursachen, sondern schlicht in einem Pausezustand hängen. Ich kann jetzt zum Beispiel eine neue
virtuelle Maschine anlegen. Das geht ganz einfach hier oben über diesen Wizard. Und Sie sehen dann, ich werde gefragt nach einem Namen. Basis ist genau hier KVM zum Beispiel und kann einen Namen eingeben hier. Gebe also zum Beispiel mal einen Namen an. Und jetzt sehen Sie, ich habe hier unten die Option, entweder über das Netz zu installieren oder zu booten oder ein lokales Installationsmedium anzugeben. Da sehen Sie, da kann ich klassisch ein CD-ROM oder auch ein ISO-Image, das ich von einer CD erstellt habe, verwenden. Oder auch ich kann ein existierendes Disk-Image importieren. Also ist ja klar, die CPU mag rein virtuell sein, aber ihr Speicher, der muss irgendwo herkommen für die virtuelle Maschine. Und das geschieht in der Regel einfach über eine Datei auf der Festplatte, was natürlich auch für ein Backup wiederum sehr angenehm ist, weil Sie dann einfach ein Backup erstellen können, indem Sie die Datei und die Konfiguration der virtuellen Maschine sichern. Wir wollen jetzt einfach mal sagen, wir installieren hier von einem lokalen Medium. Naja, Sie sehen, wie ein guter Chefkoch in der Kochsendung habe ich da natürlich schon mal was vorbereitet. Und hier oben auf dem Desktop liegt schon ein ISO-Image für eine aktuelle Ubuntu-Server-Distribution, die ich jetzt hier gleich einfach verwenden kann. Also klicken wir uns durch den Assistenten hindurch und Sie sehen hier über Browse kann ich jetzt dieses ISO-Image heraussuchen. Da kann ich jetzt eben sagen, ich möchte mein lokales Dateisystem durchsuchen nach ISO-Images. Das liegt jetzt hier gleich auf dem Desktop. Und dann komme ich an dieses ISO-Image und wähle es aus. Das ist also klassisch, als würden Sie im physischen Fall noch Ihre CD-ROM mit dem Image in Ihren Ubuntu-Server hineinschieben, in Ihre Hardware, die Sie planen einzusetzen. Ich wähle jetzt hier mal die Distribution aus, weil Sie dann den Charme haben, dass Sie distributionsspezifische Treiber einsetzen können und die Übergang zwischen virtueller Maschine und Ihrem Wirt-Betriebssystem, also dem Linux, was Sie hier jeweils im Hintergrund sehen, was meinen Wirt-Manager gestartet hat, Ihnen dann leichter fällt. Gehen wir also zum nächsten Schritt. Jetzt können wir hier einstellen, wie viele Ressourcen wir dieser Maschine geben wollen. Also zum Beispiel 2 GB RAM und 2 CPUs. Na, Sie sehen hier drunter, wie der Server an sich ausgestattet ist, mit 24 CPUs und 48 GB RAM. So viel könnte ich hier vergeben. Theoretisch ist es in Virtualisierungsumgebungen auch möglich, sich zu overcommitten, also mehr zu vergeben, als man eigentlich zur Verfügung hat. Dann müssen eben einige der angelegten VMs irgendwie pausiert sein. Sie sehen hier, die CPUs lassen sich nur in ganzen Schritten vergeben. Es gibt andere Umgebungen, zum Beispiel die erwähnte IBM Power-Umgebung P-Series. Dort können Sie die CPUs in Schritten von 0,1 vergeben, also auch Zehntel CPUs. Und hier vergeben Sie jetzt auch Platz für Ihr Disk-Image. Und Sie können hier noch wählen, ob das Disk-Image auf einmal alloziert wird, also gleich eine 8 GB große Datei entsteht, oder ob Sie erstmal Platz sparen möchten und dafür in Kauf nehmen, dass möglicherweise diese Datei dann auf Ihrer Festplatte fragmentiert und dieses Image wächst einfach mit in dem Moment, wo Sie Speicherplatz belegen über Ihre virtuelle Maschine. Wir lassen es einfach so stehen und erlauben ihm, das Ganze auf einmal zu allozieren. Jetzt müssen wir Ihnen noch sagen, wie er ans Netzwerk angebunden sein soll. Da haben Sie viele Optionen hier im Bereich virtuelle Maschinen. Wir nutzen jetzt hier mal kein NAT, also Network Address Translation, wie Sie das zu Hause in Ihrem Router vorfinden, sondern wir geben hier an, dass wir eine Bridge benutzen wollen, dass die virtuelle Maschine also direkt über eine Brücke am normalen Netzwerk dranhängt, über eine Softwarebrücke und gleichberechtigt neben dem Wirt in diesem Netz hier mit kommunizieren darf. MAC-Adresse hat er vergeben. Sie sehen, KVM setzen wir ein und wir haben eine AMD 64-Architektur hier drunter liegen oder x64-Architektur. Und wenn wir jetzt Finish klicken, dann startet eben gleich unser virtueller Server. Dann werden Sie eine kurze BIOS-Ausgabe vielleicht durchhuschen sehen und im Anschluss wird er gleich so tun, als boote er diese von dieser virtuellen CD, von dieser ISO-Datei
und führt mich eben in den Installationsprozess für einen klassischen Ubuntu-Server. Klicken wir hier also Finish. Da sehen Sie, kurz muss es jetzt erzeugen. Er braucht diese 8 GB Disk-Image. Und da sehen Sie, jetzt bootet das Ganze. Er sucht kurz nach Startmöglichkeiten vom Netz. Und schon bin ich in der Installation drin, die ich von dem Ubuntu-Server her kenne. Das interessiert mich jetzt nicht weiter, weil das in diesem Fall natürlich genauso verläuft, als hätten Sie von einer normalen CD auf echter Hardware gebootet. Deswegen wollen wir jetzt hier mal diese Maschine einfach pausieren, damit sie uns keine Leistung mehr wegnimmt und können dann, ja, Sie sehen, Sie können die natürlich auch wieder herunterfahren. Dann wäre im jetzigen Moment noch nichts installiert und können diese Maschine erstmal wieder schließen. Dann kommen wir zurück in unseren Virt Manager. Da sehen Sie, da gibt es jetzt diese Maschine Cloud-Test und Sie sehen auch an der Historie, eben hat die noch CPU verbraucht, nämlich zumindest eine ihrer beiden CPUs. Da war Last drauf, deswegen etwa halbe Gesamtlast. Das wäre also der Standardprozess, wie Sie eine virtuelle Maschine bereitstellen. Da sehen Sie die Provisionierung der Hardware, die geht naja, im Bereich Sekunden bis Minuten, je nachdem, was Sie hier unternehmen. Im Gegensatz zu dem Einschrauben realer Hardware. Die Installation von einem Image dauert natürlich genauso lange, mindestens genauso lange, weil Sie vielleicht etwas weniger Performance haben, wie wenn Sie das Ganze an echter Hardware von einem USB-Stick oder von einem anderen schon auf Platte gelagerten Image vornehmen. Der wesentliche Weg, um jetzt noch mehr Zeit einzusparen, gerade auch in Bezug auf diese längerwierige Installation, ist, dass Sie zum Beispiel, Sie sehen es hier unten am Namen schon, eine Vorlage haben und dann können Sie die nämlich einfach klonen. Damit klonen Sie alle wesentlichen Eigenschaften Ihrer virtuellen Umgebung plus Sie klonen das Disk-Image, wenn Sie das möchten. Ansonsten könnten Sie auch sagen, dass Sie hier dasselbe Image verwenden wollen. Das ist aber gefährlich, wenn Sie das von zwei Instanzen gleichzeitig booten. Dann würden Sie jetzt hier sagen, statt Vorlage Ubuntu, würden Sie jetzt hier sagen, Sie nehmen meinetwegen einen Ubuntu Cloud Server und klonen den. Das kann jetzt natürlich einen Moment dauern, weil eben diese 16 GB Disk geklont werden sollen. Und danach haben Sie aber bereits eine Instanz, die komplett konfiguriert ist und die hochfahren kann. Sofern Sie natürlich Ihr Netzwerk passend eingestellt haben, dass dann eine solche geklonte Instanz auch eine Netzwerkadresse bekommt, sollte diese Instanz auch gleich über das Netzwerk kommunizieren können. Und damit sehen Sie dann, sparen Sie also gegenüber einer Installation, auch wenn das Klonen dann eine Weile dauern mag, nochmal nennenswert Zeit ein. Und danach können Sie diese Maschine einfach über den Play-Button starten. Sie sehen, Sie haben auch die Möglichkeit, die Maschine von außen herunterzufahren oder die Maschine zu pausieren, ganz so, wie Sie es vorher schon gesehen haben mit dem Pausieren. Da können Sie also für jede Maschine hier den Status steuern. Schauen wir auch noch mal kurz in die Eigenschaften rein einer solchen virtuellen Maschine. Dann sehen Sie hier zum Beispiel im Bereich Netz, dass hier diese Bridge angegeben ist, die diese Maschine eben direkt verbindet. Sie sehen bei der Festplatte, dass hier 16 GB alloziert sind. Sie bekommen einen Performance-Monitor gegeben, der nicht nur CPU anzeigt, sondern auch Memory, Disk und Network I/O. Also Sie haben hier schon einfaches Monitoring integriert. Natürlich noch kein Monitoring, das so weit reicht, dass Sie hier sozusagen einen Komplettüberblick über Ihre Maschinen gleichzeitig bekommen. Sie können hier auch, wie Sie sehen, die Ressourcenallokation verstellen, allerdings eben nicht automatisiert on the fly, sondern Sie machen das hier manuell über diesen Dialog.
Sie sehen, dass Sie hier unten teilweise auch spezifische Hardware hinzufügen können, die vom Wirtsystem dann an den Gast eventuell durchgereicht wird. Das können Sie jeweils einstellen. Dann könnte aber der Wirt gegebenenfalls nicht mehr auf diese spezifische Hardware zugreifen. Dann gehen wir mal her und starten diesen geklonten Server. Jetzt ist er running, dann können wir den also auch öffnen. Ja, und Sie sehen, jetzt startet hier eben das ganz normale Linux. Wenn es pausiert gewesen wäre an dieser Stelle, wo das Login schon da ist, dann wäre er eben auch gleich dorthin gekommen und er hätte nichts darunter mehr starten müssen. Diese Maschine war offensichtlich vorher schon heruntergefahren. Das haben Sie ja eben gesehen, dass die im Modus Shut-Off stand. Und dann kann ich mich hier eben ganz normal anmelden oder die Maschine jetzt einfach pausieren. So viel zu den Möglichkeiten von Wirt Manager unter Linux. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Als zweites Beispiel für Verwaltungswerkzeuge für Virtualisierungsumgebungen habe ich Ihnen jetzt noch eine kommerzielle Variante mitgebracht, nämlich den vSphere-Client von VMware. Sie sehen aber, dass sich das im Grundsatz gar nicht so sehr unterscheidet von dem Wirt Manager, den Sie als Open Source Lösung gesehen haben. Sie haben auch hier eine Übersicht über den Host. Und wenn Sie den dann öffnen, über diese relativ intuitive Baumansicht, dann kommen Sie hier zu der Übersicht über die virtuellen Maschinen. Im rechten Bereich finden Sie jetzt hier noch verschiedene Karteireiter, wo Sie also sehen können, welche sind die virtuellen Maschinen und gleich hier den Status eingeblendet sehen. Das können Sie im Grundsatz auch dem Icon hier entnehmen. Wir können auch noch einmal kurz durch die Funktionalität schauen. Die sieht eben zum Teil so ähnlich aus wie bei dem Wirt Manager. Wenn wir hier im Bereich Verwaltung zum Beispiel schauen, können Sie allerdings zusätzlich noch verschiedene Rollen anlegen. Unter dem Reiter Host finden Sie genau das, was Sie erwarten. Sie können auf diesem Host eine neue virtuelle Maschine anlegen. Dann haben Sie hier auch die Möglichkeit, diese Ressourcenpools zu bearbeiten, sodass Sie verschiedene Ressourcen gemeinsam nutzen lassen können und die floaten dann neudeutsch hin und her zwischen den virtuellen Maschinen. Sie sehen dann auch noch, dass Sie hier den ganzen Server herunterfahren oder neu starten können. Und wenn wir jetzt auf die virtuelle Maschine selber gehen, dann haben Sie dort auch nochmal Möglichkeiten. Ich klicke jetzt auch hier mal wieder auf eine Beispielmaschine von Ubuntu Server. Und wenn Sie hier schauen in der Ressourcenzuteilung zum Beispiel, können Sie genau entnehmen, wie viel die Maschine gerade belegt, weil sie eben gestoppt ist. Sehen Sie hier, es wird auf dem Host, auf dem Wirt kein Arbeitsspeicher belegt, auf dem Gast natürlich dann auch nicht. Und Sie sehen auch hier unten, dass die Grenzwerte jeweils konfiguriert sind. Mit dieser Maschine können Sie genau dasselbe machen wie im Wirt Manager, nämlich herunterfahren, anhalten, also dieser Pause-Modus oder wieder starten. Sie können auch hier Laufwerke verbinden oder trennen und CDs einlegen oder herausnehmen, virtuell bzw. die verbinden. Was ich Ihnen auch schon erwähnt habe, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, sogenannte Schnappschüsse zu erstellen, also sprich den aktuellen Zustand dieser Maschine aufzuzeichnen und damit immer eine Möglichkeit zu haben, zu diesem, wenn Sie es passend einrichten, dann konsistenten Zustand zurückkehren zu können. Damit haben Sie dann auch die Möglichkeit, nach einem Desaster zum Beispiel eine Maschine relativ schnell wiederherzustellen, weil Sie eben einfach diesen einen Schnappschuss wieder in Ihre Verwaltungsoberfläche hereinladen, in eine neue definierte Maschine und diesen dann starten. Damit ist dann nur das, was seit dem letzten Schnappschuss passiert ist, verloren. Sie erhalten also eine einfache Backup-Möglichkeit. Sie können sogar diese Maschinen auch exportieren in dieses Open Virtualization Format, OVF. Das können Sie dann auch auf anderen Plattformen wieder einlesen. Ähnliche Funktionalität können Sie auf Open Source Tools ebenfalls nutzen. Das ist also genau dieser Bereich, den Sie aus dem Wirt Manager in etwa schon kennen.
Sie sehen, Sie können auch hier wieder einschalten, ausschalten. Sie können zusätzliche Tools installieren, die Ihnen ermöglichen, den Mauscursor gefangen zu halten in der virtuellen Maschine oder auszubrechen, eine gemeinsame Ablage, um Daten zu übertragen und ähnliches. Hier sehen Sie auch, dass Sie Snapshots erstellen können oder Snapshots wiederherstellen können. Sie können eine Konsole öffnen lassen. Das sind genau diese Bereiche, die Sie in dem Virt Manager auch haben. VMware ist an der Stelle ja wohl diejenige Firma, die mit über die meiste Erfahrung in diesem Bereich Mid-Range-Virtualisierung verfügt und die das auf die x86-Plattform eben auch gebracht hat. Ja, das sind die wesentlichen Features, die ich Ihnen jetzt hier vorstellen wollte. Sie sehen also im Vergleich diese Oberfläche hier vielleicht etwas komfortabler. Den Upgrade-Pfad hat VMware dann geschaffen, darüber, dass sie in einem sogenannten vCenter-Server dann auch mehrere Server gleichzeitig administrieren können. Hier habe ich mich jetzt mit einem einzelnen VMware-Server verbunden. Dafür werden eben nur VMware-Produkte unterstützt. Wenn Sie dann auf Open Nebula gehen, was ich erwähnt habe, da können Sie sowohl VMware-Server als auch KVM-Server oder ähnliches hineinstecken und die dann unter einer einzigen Oberfläche verwalten, wenn Sie also eine heterogenere Infrastruktur haben und dort sogar auch noch Cloud-Dienste wie EC2-Instanzen integrieren, sodass das Ganze für Sie nahtloser aussieht und Sie die Kapazität wirklich bereithalten können, ohne dass Sie selber stark investieren müssen. Nachdem wir uns nun also einige Beispiele angeschaut haben für Managementwerkzeuge im Bereich Virtualisierung und für die Möglichkeiten, wie Sie mit Umgebungen umgehen, möchte ich nochmal zusammenfassen, wie die Auswirkungen auf die Prozesse jetzt sind bei einem Dienstleister für Plattformmanagement bzw. auch für einen Nutzer, der dann diese Angebote nutzt. Die Bereitstellung einer Umgebung, na, physisch können Sie sich sofort vorstellen, das sind jetzt typische Angaben für die Dauern. Brauchen Sie normalerweise wenige, manchmal auch mehrere Tage, je nachdem, ob Sie eine physische Maschine noch da haben oder ob Sie diese erst beschaffen müssen. Dann müssen Sie sie aufstellen, Sie müssen sie gegebenenfalls verkabeln und Sie müssen dann noch die weiteren Installationsschritte unternehmen, brauchen einen Test, auch einen Integrationstest in Ihr bisheriges Netzwerk gegebenenfalls. Und der ganze Spaß dauert eben auf jeden Fall wenige Tage. Virtualisiert sieht das Ganze anders aus. Ihre Virtualisierungsplattform, die ist ja schon im Netz integriert. Sie haben da sicher auch schon intern ein Netz definiert und müssen einfach nur eine weitere Umgebung erzeugen. Da haben Sie gesehen, das geht per Software in wenigen Klicks und demnach brauchen Sie am Ende auch wenige Minuten. Wenn Sie das Ganze automatisieren, kommen Sie sicher noch weiter herunter, was dann Rechenzentrumsbetreiber auch tun, als Nutzer, wo sie es seltener und wahrscheinlich auch manuell durchführen. Da brauchen Sie dann auf jeden Fall nicht mehr als wenige Minuten. Wenn Sie eine Umgebung umziehen lassen wollen, dann brauchen Sie im physischen Fall sicher wieder wenige Tage. Allein so viel brauchen Sie ja, um die Umgebung aufzustellen und zu testen. Sie brauchen dann noch Abbau und Transport, also wenige Tage auf jeden Fall. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, im virtualisierten Bereich können Sie das je nach Lösung live machen, ohne dass der Benutzer überhaupt eine nennenswerte Beeinträchtigung seiner Tätigkeiten spürt. Nächster Punkt, Wiederherstellung einer Umgebung. Wenn Sie also zum Beispiel ein Disaster Recovery machen, Ihre bisherige Umgebung ist aufgrund von Defekt unbrauchbar oder aufgrund einer Katastrophe unbrauchbar, physisch brauchen Sie da in der Regel schon mehrere Stunden aus, dass Sie hätten einen kompletten Hot Standby, der wirklich schon daneben steht, aufgebaut und immer mit passenden Daten versorgt. Virtualisiert können Sie auch ohne, dass etwas daneben steht, eben auch mit diesen wenigen Minuten schon zum Ziel kommen, die Sie brauchen, um eine neue Umgebung anzulegen, wenn Sie nämlich im Virtualisierungsbereich die Snapshot-Technologie nutzen, also zwischendrin einen Schnappschuss Ihres virtuellen Umgebungs Bereichs erstellt haben und dann einfach einen neuen aufsetzen und sagen, den bitte auf der Basis dieses Schnappschusses wieder in Betrieb nehmen. Eine Leistungsanpassung der Umgebung, da brauchen Sie im
physischen Fall sicher mehrere Minuten. Stellen Sie sich vor, Sie müssen das Gehäuse ausbauen, selbst wenn Sie es am Netz angeschlossen lassen können. Dann dort zum Beispiel mehr Speicher einbauen oder eine weitere CPU stecken. Und das dauert in jedem Fall mehrere Minuten. Vielleicht dauert es auch länger, wenn da noch weitere Genehmigungsprozesse dranhängen oder weitere Prüfungen. Im virtualisierten Bereich können Sie je nach Lösung einfach Live-Leistung hinzuschalten, wenn Sie die benötigen, und auch nachher wieder passend abschalten. Da hindern Sie dann eher vertragliche Gegebenheiten, dass Sie Leistung zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum buchen müssen, wenn Sie die in Anspruch nehmen. Das kennen Sie vielleicht von Mobilfunkbetreibern, die Ihnen ermöglichen, Ihre Datenflatrate dann für einen gewissen Zeitraum aufzustocken. Aber das können Sie eben nicht für wenige Minuten tun oder vielleicht, ja, manchmal können Sie es für einen Tag tun, ansonsten haben Sie vielleicht wieder eine Mindestlauflaufzeit von 3 Monaten und erst danach können Sie es dann wieder monatlich kündigen, zum Beispiel. Also da gibt es dann eher vertragliche als technische Hindernisse im virtualisierten Umfeld, die vielleicht verhindern könnten, dass Sie die Leistungsanpassung live vornehmen oder dass sich eine Live-Anpassung zumindest nach unten für Sie dann auch rechnet. Letzte Punkte, die Sie sicher etwas häufiger noch durchführen: Starten einer Umgebung und Stopp einer Umgebung. Naja, physisch wissen Sie auch, das kann bei Servern dann durchaus einige Minuten in Anspruch nehmen, bis eine Umgebung gestartet ist und wirklich auch nutzbar ist und Ihnen nicht nur irgendein Hintergrundbild angezeigt wird. Während Sie virtualisiert, zumindest dann, wenn Sie die Maschine einfach pausiert haben, in der Regel in wenigen Sekunden wieder einsatzbereit sind. Umgekehrt beim Stopp ganz genauso, wenn Sie diese Pause-Funktionalität nutzen. Dann können Sie auch das virtualisiert typischerweise in wenigen Sekunden, dass Sie die Maschine einfach anhalten, wenn es nicht nur eine ist. Also vermutlich wird Sie das Anmelden an der Verwaltungsplattform länger kosten als das eigentliche Stoppen. Und physisch, wenn Sie die Umgebung wirklich runterfahren möchten, sodass Sie keine Leistung mehr verbraucht, dann brauchen Sie auch dafür oft genug einige Minuten und müssen sich noch damit auseinandersetzen, ob Sie jetzt alle Dienste auf dieser Maschine richtig angehalten haben, bevor Sie herunterfahren und so weiter. Was man natürlich sagen muss, wenn Sie im virtualisierten Bereich nicht die Pause-Funktionalität nutzen, dann kocht man virtualisiert auch nur mit Wasser, dann muss man halt ganz normal, was Sie natürlich auch immer noch können, die Umgebungen starten und stoppen, haben Sie ja eben auch gesehen. Und das dauert natürlich dann ähnlich lange, wie es auf der physischen Umgebung dauert, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil die Virtualisierungsschicht dazu führt, dass Ihre ganze Maschine etwas performanceärmer ist. Diese agilen Prozesse, die ermöglichen es Ihnen dann eben genau auch in dem Cloud-Bereich als Anbieter diese Leistung so bereitzustellen, wie es die Nutzer erwarten, beziehungsweise als Nutzer diese Leistung so abzurufen, wie Sie es gerne möchten. Ich habe es eben schon gesagt und Ihnen auch gezeigt, dass wir unterschiedliche Verwaltungssoftware haben und dass es ganz unterschiedliche Virtualisierungsplattformen gibt und Technologien gibt. Und normalerweise bekommen Sie vor Ihrem Berufsleben kaum Kontakt mit der inzwischen weit verbreiteten Virtualisierung. So ist es mir selbst auch gegangen. Und im Berufsleben selber musste ich dann mir ad hoc einiges aneignen. Und damit es Ihnen, wenn Sie hier an der HFT studieren, nicht später im Berufsleben genauso geht, haben Sie die Möglichkeit, hier das Virtualisierungslabor der HFT zu nutzen und damit Virtualisierungstechnologien schon während Ihres Studiums kennenzulernen. Und nach meinem Kenntnisstand ist es auch das erste Labor mit diesem Fokus in der deutschsprachigen Hochschullandschaft. Sie können dort mehrere unterschiedliche Server-Virtualisierungslösungen ausprobieren auf Basis verschiedener Virtualisierungstechnologien. Die Client-Virtualisierungslösungen, die können Sie sicher in der Regel entweder kostenfrei runterladen oder gegen geringen Obolus erwerben und dann auf Ihrem eigenen heimischen Rechner installieren, sodass Sie da keinen Bedarf haben, ein Labor an der Hochschule zu nutzen. Was ist jetzt das Potenzial für Sie als Studierende? Sie lernen diese Technologien kennen und insbesondere auch kennen, wo liegen denn die Möglichkeiten, wo liegen die Grenzen und auch die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Virtualisierungslösungen. Es ist immer noch mal was anderes, ob ich Ihnen das auf der Folie versuche nahezubringen oder ob Sie das selber wirklich mal ausprobiert haben. Sie nehmen Kenntnisse mit der
aus Virtualisierung resultierenden Prozess- und Aufwandsveränderungen, einmal eben schon über die Folien, aber zum anderen auch wieder am lebenden Beispiel. Und Sie können die Auswirkungen einschätzen auf die Anwendungen. Sie haben eine Performance-Strafe, Sie haben auch das Thema, dass Sie, wenn mehrere Umgebungen auf einer physischen Maschine natürlich laufen, abwägen müssen, wie ist die gegenseitige Beeinflussung? Ist vielleicht die Performance meiner aktuellen Anwendung genau deshalb schlecht, weil eine andere Anwendung in einer anderen virtuellen Maschine so viel von dieser flexibel bereitgestellten Leistung abruft, dass die Hardware-Umgebung, also der Server an sich, mir plötzlich weniger Leistung zuteilt und sich deswegen meine Umgebung schlecht anfühlt. Problem hier ist natürlich, wenn Sie überlegen, dass Sie IT-Dienstleister sein könnten, der eine solche Anwendung erstellt hat, die dann in einer solchen Umgebung laufen soll, dass Sie dann die Unsicherheit haben, sind überhaupt Performance-Fehler, die Ihrer Anwendung zur Last gelegt werden, korrekt oder beruhen die letztlich darauf, dass Sie eben von der Basisplattform nicht genug Leistung erhalten haben und Ihre eigene Anwendung ist gar nicht direkt dafür verantwortlich, dass sie jetzt gerade schlecht performt. Daraus resultiert im defensiven Fall dann natürlich wieder die Forderung jedes Dienstanbieters, dass sie zumindest als Untergrenze eine fest zugeteilte Kapazität haben. Das wiederum mindert natürlich die Flexibilität eines Dienstanbieters für Cloud Computing oder eines Rechenzentrums, die virtualisierte Lösungen einsetzen, hier weitere Umgebungen auf eine physische Maschine zu packen, weil sie dann eben durch diese Summe der Mindestanforderungen ja schon vorgegeben haben, wie viele Umgebungen höchstens laufen können. Sie bekommen durch Virtualisierung auch noch als Studierende schon Testumgebungen für eigene Lösungen. Wenn Sie also eine Bachelorarbeit erstellen oder ähnliches und Sie brauchen eine Umgebung, wo Sie etwas schnell und unkompliziert ausprobieren können und Sie brauchen etwas mehr Leistung, als jetzt Ihre heimische Plattform das bietet, dann können Sie im Labor auch eine Testumgebung aufsetzen. Das Labor ist grundsätzlich so strukturiert, dass Sie nur noch einen Serverraum haben. Wie sieht nun also das Virtualisierungslabor aus? Wir haben einen Serverraum, das ist das Einzige, was noch physisch existiert. Irgendwo brauchen wir doch physische Maschinen und der ist über eine Firewall hinweg erreichbar dann aus beliebigen PC-Pools hier an der HFT, sodass wir also die Unterrichtseinheiten auch von der Raumplanung her sehr flexibel unterbringen können. Und klar, die PC-Pools ihrerseits sind über eine Firewall auch ans Internet angeschlossen. Damit brauchen Sie aber jetzt keinen extra Pool für das Virtualisierungslabor, was man in vielen anderen Laboren sonst noch hatte, dass man also dedizierte Client-PCs bereitstellt, die dann auch nur für die in dem Labor angebotene Funktionalitäten nutzbar sind. Sie müssen dann auf diesen PCs in dem PC-Pool eventuell noch Software installieren, um entfernte Desktops aufrufen zu können oder ähnliches, sich einen sicheren Kommunikationskanal zu schaffen zu diesen Servern. Aber diese Software ist in Teilen sowieso schon installiert und ansonsten auch relativ leicht installierbar. Abschließend möchte ich auch hier zu einer kritischen Würdigung der Virtualisierung kommen. Virtualisierung hat schon einige Vorteile. Sie haben diese Dynamik, dass Sie beliebig dynamisch Kapazität hinzuschalten können, nahezu. Sie bekommen auch die Flexibilität, die Sie sich fachlich gewünscht haben. Sie können auch sehr gut die Ausfallsicherheit sicherstellen, wie auch Sie bekommen für diese allgemeine Sicherheit eben eine zusätzliche Ebene. Es gibt aber auch Nachteile. Sie kennen das No-Free-Lunch-Theorem. Es gibt nichts umsonst. Und zwei Nachteile insbesondere könnten je nach Situation schon wiegen. Einmal ist das der Performanceverlust, den Sie erleiden, wenn Sie nicht mehr direkt auf reale Hardware zugreifen können. Wobei das teilweise schon entschärft ist, dass Sie durch den Hypervisor Hardware in virtuelle Maschinen durchreichen lassen können, die dann im Wirtsbetriebssystem nicht mehr zur Verfügung steht und im Gast exklusiv zur Verfügung steht in einem. Damit verlieren Sie natürlich wieder etwas Flexibilität. Sie bekommen auch durch die Virtualisierung zusätzliche Komplexität. Es ist ganz klar, Sie haben hier potenziell eine zusätzliche Schicht in Ihrem Software-Stack und das kostet natürlich.
Zudem könnte auch, wenn Sie das Ganze jetzt etwas über den Tellerrand hinausschauen, diese neue Flexibilität dazu führen, dass eben plötzlich auch noch mehr Nachfrage auftaucht nach Rechenleistung, was dann wieder zu mehr Energie und Kühlbedarf und so weiter führt, was ja für unseren Planeten auch nicht unbedingt förderlich sein muss. Und wir schauen ja ohnehin momentan schon auf höhere Prozentzahlen des weltweiten Energieverbrauchsanteils, die durch IT verursacht werden. Aber im Wesentlichen sehen Sie schon, und deswegen wird die Technik auch so breit angenommen. Sie erhalten mit Virtualisierung neue Möglichkeiten auch zu neuen Geschäftsmodellen, die es ohne so gar nicht gäbe. Deswegen sehen Sie auch, dass erst in den letzten Jahren hier Anbieter sich so intensiv am Markt bewegen, wo vorher gar kein Markt war. Damit möchte ich die Einheit beschließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen und auch darauf, dass wir dann im praktischen Übungseinsatz Virtualisierungsumgebungen gemeinsam erfahren.